Berlin am Morgen. Auch wenn der Zoo noch geschlossen ist, hat hier die Arbeit schon längst begonnen. Tierpfleger Julian These ist auf dem Weg zum Menschenaffenhaus. Dort ist die morgendliche Reinigung bereits in vollem Gange. Besucherliebling Gorillamann Ivo sitzt im Trocknen und erwartet majestätisch sein Frühstück. So, für die Gorillas. Gorillas sind ausgesprochene Pflanzenfresser. Für Ivo gibt's eine extra Portion Obst. Ausnahmsweise gibt's auch einen Apfel für Ivo. Das heißt ausnahmsweise, aber morgens bekommt er mal so seinen Apfel. Er ist ja nicht wirklich der dickste. Deswegen kann er da auch mal so ein bisschen Obst vertragen. Und dass die Mädels das halt nicht sehen, dass er da so bevorzugt wird, kommt er halt morgens in seine Absperrbox, wo sie das nicht sehen. Sein Äpfelchen. Normalerweise sind Äpfel und Bananen viel zu süß. Die Gorillas würden davon zu dick werden. Aber Ivo hat eine Topfigur. Damit die Menschenaffen den Tag nicht mit leerem Magen beginnen müssen, bekommen sie bereits am frühen Morgen eine kleine Ration Futter. Die eigentliche Fütterung findet später am Tag statt. Darf man bei Ivo bloß nicht vergessen, die Pellets reinzumachen? Kommt er auch nicht rein. Ist auch ganz verwöhnt. Wir cleanen. Während Julian These das Frühstück vorbereitet, wartet Ivo ungeduldig im Gehege. Natürlich, weil der Dicke natürlich ein bisschen größer ist, kriegt er natürlich auch die größte Portion. Ja, passt so gut. Endlich kann es losgehen. Ist immer lustig, wie die Mädels immer noch rinluken bei dem Ivo. Gorillas sind generell sehr futterneidisch. Viel mehr als andere Menschenaffen. Silberrücken Ivo pickt sich deshalb gleich mal die besten Stücke raus. Die süßen Sachen natürlich erstmal die leckeren Sachen zuerst. Wie zum Beispiel die Pelletsätze, die er sich da runtersammelt. Und genau, dann legt er sich meistens immer so hin und dann guckt, was da noch so alles gibt. Ah, Ivo. In freier Natur besteht das Futter der Gorillas hauptsächlich aus Blättern, Wurzeln und Rinde. Selten aus Früchten. Julian These bietet Ivo noch eine weitere Leckerei an. Sie Feige haben? Nicht? Nö. Nee. Interessiert ihn gerade nicht. Wer hätte gedacht, dass ein Gorillamann Äpfel mag? Zu Besuch bei den nächsten Pflanzenfressern im Zoo. Den asiatischen Elefanten. Tierarzt Dr. Ox schaut fast jeden Tag vorbei, um sich über die Entwicklung des kleinen Elefantenkalbs an Charlie zu informieren. Für die Dickhäuter steht heute eine kulinarische Spezialität auf dem Speiseplan. Den läuft jetzt schon das Wasser im Maul zusammen, man sieht das. Ja, das ist für die Elefanten immer eine große Attraktion, wenn jetzt die Äste kommen. Das ist ja für die Tiere nicht nur eine reine geschmackliche Bereicherung des Speiseplans, sondern eben auch eine Beschäftigung. Das macht Spaß, die auseinander zu pflücken und zu zerreißen. Und dann kann man auch sich damit kratzen mit den Ästen und durch die Gegend werfen und spielen. Also das ist sehr vielseitig verwendbar und eine große Attraktion. Elefanten nehmen täglich etwa 200 Kilogramm Nahrung zu sich. Der Rüssel dient ihnen beim Fressen als Greiforgan. Elefantenkind an Charlie muss sich diese Fertigkeit aber erst noch aneignen. Sie guckt sich jetzt auch ab, wie die Großen mit dem Grünzeug umgehen, dass man nämlich mit einem Fuß drauftreten muss und dann mit dem Rüssel sich Teile davon abreißen kann, ohne dass man permanent, dass einem permanent der Ast um die Ohren fliegt. Das ist also eine Technik, die man erst lernen muss. Aber man sieht auch von der Kleinen ganz raffiniert, dass sie versucht, das aus dem Maul
von der Carla rauszuholen oder von ihrer Mutter rauszuholen, weil das natürlich praktischer ist. Das ist schon vorgerupft und fast vorgekaut. Da braucht man also sich nicht weiter drum kümmern, um die mundgerechte Zubereitung. Es ist also auch wieder nett zu sehen, mit wie kleinen Sachen man eigentlich Elefanten so Freude machen kann. Ein im Zoo geborenes Elefantenkalb wie ein Charlie nimmt täglich etwa 1 Kilogramm zu. Aber nicht von den Blättern. Mit denen tollt das kleine Elefantenkind lieber herum. Und Charlie ernährt sich noch hauptsächlich von Muttermilch. Das ist hier natürlich die Attraktivität, erstmal das Spielen und sekundär das Fressen. Kommt natürlich auch vor, aber das ist jetzt eben auch erstmal so spielerisch auf den Ästen knabbern, während die anderen ja richtig gezielt sich kleine Teile abbrechen und das dann auch sofort ins Maul stecken und dann zerkauen. Während die erwachsenen Elefanten ohne Pause Ast um Ast vertilgen, hat das Elefantenmädchen beim Spielen mit den frischen Ästen großen Spaß. Aber an Charlie muss sich beeilen, denn es wird nicht mehr lange dauern, dann haben die Großen ihr gesamtes wunderbares Spielzeug aufgefressen. Im Tropenhaus läuft das Gürteltierweibchen Sandra ganz aufgeregt durch ihr Gehege. Sie hat heute ihr zweites Rendezvous. Heute werden wir die Gürteltiere zusammenlassen und ja, dann werden wir mal schauen, wie sie sich vertrauen. Und wenn alles gut geht, werden wir sie dann eventuell auch zusammenlassen. Carsten Teves bringt den Datingpartner. So, jetzt kommt der Alfons. Das ist das Männchen. Die Gehirnhäppchen, ja. Das letzte Treffen der beiden liegt schon ein paar Wochen zurück. So. Sandra und Alfons gehören zur Gattung der Kugelgürteltiere. Wie der Name schon verrät, können sie sich im Falle einer Bedrohung zu einer Kugel zusammenrollen. Normalerweise leben beide allein. Zum Zwecke der Paarung zieht Alfons heute mit seiner Kiste ein. Das erste Rendezvous zwischen Alfons und Sandra blieb noch ohne Folgen. Aber wann klappt schon etwas beim ersten Mal? Wenn sich die beiden gut verstehen, wird Alfons von jetzt ab für immer bleiben. Naja, also ja. Nimmt die Gerüche schon wahr von ihr und reagiert darauf jetzt auch ziemlich heftig. Affen kicken sich die doch genau an. Tamarine und Tierpfleger verfolgen gespannt den Balztanz der beiden Turteltauben. Ja, er will immer aufsteigen, aber er ist nicht schnell genug. Entweder sie ist zu doof, was jetzt nicht verwunderlich wäre, weil Gürteltiere sind jetzt vom Gehirn her, von der Leistung nicht besonders helle. Oder sie will einfach nicht. Na, sie spielt mit ihm schon, aber. Ja. Na, ist vielleicht noch früh am Morgen, hat sie noch nicht so eine Lust. Ich würde das so interpretieren ihrerseits. Ich habe zwar Interesse, aber du musst dich noch mehr anstrengen. Genau, also kann sein, dass es nicht klappen wird. Oder erst dann, wenn sie ihre Ruhe haben. Vielleicht auch erst, dass es erst in der Nacht passiert, wo wir dann ja nicht mitkriegen. Wie zwei eingefleischte Einzelgänger sehen Sandra und Alfons im Moment jedenfalls nicht aus. Mal sehen, was die Nacht noch bringt. Reges Treiben bereits auch im Tierpark. Bei den Besuchern besonders beliebt das Alfred-Brehm-Haus. Groß und klein können hier verschiedene Arten von Raubkatzen bewundern. Als erster betritt der asiatische Löwe Boris die Felsenanlage. Seit einigen Wochen lebt er hier aber nicht mehr alleine. Löwenweibchen Churchilla folgt ihm auf dem Fuße. Riesengroß scheint die Liebe zwischen den beiden Großkatzen aber noch nicht zu sein. Sie gehen lieber getrennte Wege. Na, wo ist der Boris?
Ja, Boris hat erst markiert und dann ist er seine Frau begrüßen gewesen. Und im Endeffekt hat er sich wieder einen Verbindungsschieber gelegt, wie jeden Tag. Ja. Ja, ist schon toll, wie die sich jetzt echt gefunden haben als Gruppe. Ne, ne Cecilla? Bist du eine Feine? Ja, vor allem sie hat ja auch so einen ruhigen, ausgeglichenen Charakter. Also die beiden miteinander, die kommen ja sowieso richtig schick klar. Asiatische Löwen kommen in freier Wildbahn inzwischen nur noch im Gir-Nationalpark in Indien vor. Umso wichtiger die Nachzucht. Kein einfaches Unterfangen. Eine Löwengruppe kann man nicht einfach zusammenschmeißen und dann ist fertig. Und dann steht man da und sagt, na mal gucken, was dann passiert oder so. Sondern es ist wirklich Kleinstarbeit, muss man wirklich sagen. Stundenlange Kleinstarbeit. Also wir haben dann tagelang hier gesessen und haben wirklich immer einer hier gesessen und hat aufgepasst. Und wir haben uns über jeden Erfolg haben wir uns gefreut, über jede Szene, die sie gut gemeistert haben. Ja, immer erzähl du deinen Senf. Auf diese Art und Weise kommuniziert Löwin Churchilla mit ihrer Schwester Shakira. Vorerst ist sie nur zu hören. Sofortige Reaktion von Shakira. Ja, ja. Naja, sie tut kund, ich bin noch dahin. Also jetzt hat Churchilla gequatscht, dass wir hier über sie sprechen. Ja, dass wir erzählen, wie es gelaufen ist. So, nur wenn wir mal zu den Tigern rübergehen und die rausschicken, dann haben die hier im Moment Zeit und dann kommen wir wieder. Ja, genau. Ja. Und dann schicken wir Shakira hinterher, wa? Ja. Boris macht in der Zwischenzeit sein Nickerchen. Im Gegensatz zu den Löwen sind die sibirischen Tiger Aurora und Darius regelrecht munter. Sibirische Tiger sind ebenfalls vom Aussterben bedroht. Na, haben sie wieder Besitz ergriffen von ihrer Anlage? Ja. Eine Runde durchgeschnuffelt und markiert. Ja, erzähl uns was. Und dann ist er erstmal wieder in seine Nische gezogen und hat ihm sich dahin gelegt. Nachtschlaf. Wahrscheinlich, ja. Ein schönes Pärchen, ja. Also, dass die sich so gefunden haben, war ist echt toll. Bei dem Tigerpaar ist die Liebe groß. Mittlerweile scheint Darius seine Angetraute auch gedeckt zu haben. Bei dem Paar wird es hoffentlich bald Nachwuchs geben. Und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie klein und zierlich sie gegen ihn ist. Und trotzdem kommen sie super miteinander klar. Er macht, was sie sagt. Also. Genau. Ja. So soll es doch sein, nicht? Er macht, was sie sagt. Und schon stimmt die Sache hier. Weil du kleine Schnecke, hast den Jut im Griff. Hat ihn um die Pfote gewickelt und bezirzt. Ja. Dieses Lebensmodell gefällt anscheinend auch den beiden Pflegerinnen. Friseurtermin bei den Orang-Utans Mücke und Entje. Zu Anschauungszwecken benötigt Tierpfleger Ruben Galki heute ein bisschen Affenhaare. Na Mücke, schlecht gelaunt? In der Schere? Hallo, na? Da Entje die längste Mähne von allen hat, soll nur er ein paar Fellhaare hergeben. Ich möchte dem Entje ein paar von seinen schönen langen Haaren abschneiden, weil wir hier regelmäßig ja die Fütterung kommentieren und den Leuten dann einfach mal die Gelegenheit geben wollen, mal so ein Haar anzufassen. Orang kann man ja nicht streicheln bei uns, hat seinen guten Grund. Aber so ein Stück Haar mal den Leuten geben, um es mal anzufassen, es kommt, glaube ich, ganz gut an. Geht natürlich nur mit Futter, ich muss tauschen. Haar gegen Reiswaffel heute. Kriegen die Mädels erstmal noch was, dass die hier nicht schlecht gelaunt sind. Entje schon mal was, bitteschön. Schneiderarbeiten an Entjes Haaren werden vom Rest der Affengruppe interessiert beäugt. Oh, ein langes Stück Felgersinger vom Entje. Ja, ist hier spannend. Reiswaffel gegen Haare. So läuft das Geschäft. Super, danke schön.
So ein fairer Tausch. Ohne Probleme hat das Orang-Utan-Oberhaupt die Haarschneideprozedur über sich ergehen lassen. Er würde wahrscheinlich noch mehr tauschen, er hat ja genug. Und der ist ein ganz gelassener Kerl. Er macht sich da nichts draus, hat dann die Ruhe weg. Ruben Gralki will nun sein Glück auch bei den Frauen probieren. Doch die Weibchen sind da eitler. Ist auch ein kleines Stück für mich? Nee? Kleines Stück? Ganz kleines Stück. Guck mal, tut nicht weh. Nee, wa? Lieber nicht. Kriegst du ein Stück Waffel dafür. Eine Schere. Hier so eine kleine Ecke? Nein? Ist nur alles dran. Nee, wa? Nee, ne? Lieber nicht. Du, Satu, hier so ein kleines Stück? Nee, bloß nicht, wa? Die schönen Haare. Deine sind auch so kurz. Nee? Ich hätte auch ein Stück Waffel dafür. Erst ein Stück Haar. Hier, so ein bisschen. Nee, wa? Lieber nicht. Entchen, du möchtest noch, ne? Aber reicht schon, zu haben. Die neue Haarprobe kommt sofort zum Einsatz. Möchte mal jemand anfassen? Das ist immer so ein bisschen fettig auch. Ja. Und weicht dadurch Feuchtigkeit ab oder so? Ja. Eigentlich weiß. Wer hätte gedacht, dass Orang-Utan-Haare so spannend sein können? Zurück zu den Raubkatzen im Bremhaus. Das Montana-Puma-Kind Missoula ist jetzt ein Jahr alt und eine seltene Zuchtkatze. Ja, hallo! Na, Süße! Na, Missel, wie geht's dir hier draußen? Schön, wa? Und hast schon schön gespielt? Was hast denn du da gemacht? Missoula wurde von den Pflegern mit der Flasche großgezogen. Na, was suchst du? Nach Wasser? Na, suchst du nach Wasser? Was ist denn das da für eine Grube? Pass mal auf, ausgebuddelt wird hier nicht. Ist ja unglaublich. Die Missoula, die kommt jetzt nach drinnen in den Innenkäfig und dort lassen wir sie mit Srikandi, mit unserem Java-Leoparden-Weibchen zusammen, mit der Jung. Die ist ja auch alleine und Missoula ist alleine und da machen wir jetzt eine Jung-Mädchengruppe. Und daran arbeiten wir jetzt schon ein paar Wochen und das sieht jetzt schon ganz nett aus. So, Missi, ich hol dich jetzt rein. Dann musst du aber ganz schnell sein. Innen wohnt das ruhige Java-Leopardenmädchen Srikandi. Von ihr soll Missoula vor allem Katzenverhalten lernen. Srikandi ist die neue Gesellschaft noch nicht geheuer. Was kann ich jetzt machen? Hochspringen. Das machst der Missi auch nicht. Nein, das machst du nicht. Nein, das machst du nicht. Du bist ja ein artiges Mädchen. Es ist eben was anderes, wenn man den einen eben immer nur durchs Gitter sieht und der auf einmal in der eigenen Wohnung steht. Ne? Also. Und damit muss die Kleine, also die Srikandi, halt einfach auch klarkommen. Sie ist eben nicht so ein Temperamentsbündel. Wissen, du bist noch nicht richtig, du hast noch nicht richtig fertig gespielt, ne? Du musst noch ein bisschen albern sein, richtig? Na, dann sei noch ein bisschen albern, ha? Du Lulatsch. Und man sieht jetzt immer, weil, auch wenn sie jetzt hier ein bisschen spielt, aber sie beobachtet immer nach oben zu Srikandi. Ne? Also weil eigentlich interessiert die ja jetzt, wie reagiert Srikandi, kommt die nicht vielleicht doch mal mit Spielen? Also
das möchte sie ja eigentlich gerne erreichen, dass die irgendwann mal runterkommen. Aber Srikandi bleibt, wo sie ist. Würdest du bitte deine Zähne aus meiner Hand nehmen? Danke. Sehr lieb. Oh, du bist ja lieb, bist du ja eine Liebe. Ja. Hm? Ja, mach dich mal hübsch. Srikandi mag nur gewaschene Pumas. Na? Dieses Katzenverhalten hat Missoula also schon gelernt. Im Gebäude des Zoo-Aquariums befindet sich auch das Insektarium. Hier lebt eine afrikanische Vogelspinne, die die Besucher bereits in Angst und Schrecken versetzt hat. Wegen ihres aggressiven Verhaltens soll sie heute aus der Schau hinter die Kulissen ziehen. Tierpfleger Heimo Sonntag tauscht sie gegen eine sanftmütigere Kollegin ein. Eine Chile-Vogelspinne setzen wir jetzt in die Schau. Ersatzweise für eine zu groß gewordene in unserem Schaubaum. Die können wir natürlich nicht anfassen. Wir müssen die erstmal mit einer Pinzette in eine Box schubsen. Vielleicht geht es auch ohne Pinzette, wenn die artig ist. Werden wir ja gleich sehen. Das ist ein Privattier, was uns überlassen wurde. Und man weiß immer nicht, wie die Privatleute mit den Spinnen umgehen. Die ist also sehr vorsichtig. Wie man sieht, gut, das geht in Ordnung. Die ist also nicht so ruppig wie erwartet. Das war's eigentlich für die Kleine schon. Im Besucherbereich leben die Spinnen in einem Baumstamm. Damit man die exotischen Tiere besser beobachten kann, wurde der Stamm nach oben hin mit einer Glasscheibe versehen. Hierhin soll die chilenische Vogelspinne jetzt umziehen. Ob sich die Vormieterin wohl so einfach umsetzen lässt? Ja, die afrikanische Vogelspinne kommt jetzt aus dem Baum raus. Die ist schon ein bisschen zu groß. Die hat sich jetzt hier zweimal gehäutet und wandert jetzt wieder zurück in den Spinnenraum. Die afrikanischen Spinnen, die sind alle so ein bisschen zickig. Die sind alle ein bisschen ruppig und da muss man aufpassen, dass die einen nicht erwischen. Man merkt, wenn man mit den Tieren hantiert, dass die sehr schnell gereizt sind. Und wenn man die Warnsignale ignoriert, dann kann es schon mal sein, dass man gebissen wird. Normalerweise, aha, wie ich es erwartet habe, die ist ganz schön zickig. Die geht also sofort auf die Pinzette rauf und wenn es jetzt ein Finger gewesen wäre, hätte sie da also ordentlich reingebissen. Die haben ja so eine Hafthaare, damit hat sie die Pinzette festgehalten und hat halt mit den Zähnen so ein bisschen dran rumgeknabbert, das hat man gerade gemerkt. Jetzt müssen wir halt versuchen, die vorsichtig in den Becher reinzutreiben, ohne dass sie jetzt vorbei rennt und mir den Finger beißt. Aber das sieht ganz gut aus. Da darf man nur nicht hektisch sein, das überträgt sich dann gleich auf die Spinne und dann wird sie nur umso zickiger. Deswegen haben wir hier im Aquarium auch recht wenig afrikanische Vogelspinnen, weil man kann mit denen nicht so gut umgehen. Ja, die große Spinne, die werden wir jetzt in ein großes Glasbecken setzen. Etwa so 60x40x40 hat sie schön Platz, kann sie noch sich ein, zwei Mal häuten. Und wenn sie dann ausgewachsen ist, dann werden wir sehen, dass wir die mit den Männchen zusammensetzen und dann ein bisschen Nachwuchs produzieren. Kann ja sein, dass die Besucher ein bisschen auf den Gläsern rumtrommeln und dann hat die Spinne ein bisschen Rückzugsmöglichkeit. Die ist also im Gegensatz zu den anderen richtig handzahm. Die könnte man jetzt rein theoretisch auch mit der Hand rausschieben. Die ist ganz vorsichtig. Wenn wir noch ein, zwei Häutungen abwarten und wenn die dann ein bisschen größer geworden ist, dann wird die halt auch wieder ausgetauscht. Um zu sehen, ob sie sich wohlfühlt, kriegt sie jetzt noch was zu fressen, wenn sie denn möchte. Aber anscheinend möchte sie nicht. Vielleicht ist der Chilinen der Umzug ihr auf den Magen geschlagen. Jetzt noch fix das Schild gewechselt und den Deckel obendrauf. Sieht jetzt so aus, als würden die Spinnen luftdicht abgeschlossen sein. Die haben an der Innenseite ihrer Behausung haben die ein Lochblech. Dahinter sind Belüftungsröhre,
Die gehen einmal durch den ganzen Baum, kriegen die also immer genug Luft, da muss man sich keine Sorgen machen. Reviertierpfleger Christian Aust bringt den Wanderroos, auch Bartaffen genannt, heute eine Überraschung mit. Es ist eine große Ausnahme, das kriegen sie also nicht täglich bei uns. Die werden natürlich jetzt hier nicht bleiben, wenn ich die Tiere rauslasse, aber das werden die ja das werden die ganz schnell spitz kriegen und dann auch sich dann zusammensuchen. Neben Früchten und Blättern benötigen Affen auch tierisches Eiweiß als Nahrung. Heuschrecken sind deshalb ideal. Affen leben die meiste Zeit auf Bäumen. Für so eine Leckerei kommen die Wanderroos aber gern mal von ihren Hochsitzen herunter. Nur zu spät kommen darf man nicht. So, dann kommt mal her. So, die Hoffnung, dass sie jetzt zu mir hier an die Scheibe kommen, dann sehen sie ja die Heuschrecken. Die ersten zwei Bartaffen haben die Insekten auf dem Stein schon entdeckt. Na, dann beeilt euch mal. Ist ja auch noch was abkriegen. Wer hier was abbekommen will, muss sich wirklich ranhalten. Ja, das ist natürlich für die Wanderroos eine willkommene Abwechslung, was sie wirklich nicht so oft bekommen. Da sieht natürlich ganz wild danach. Der Rest der Wanderrohtruppe ist nun auch endlich am Boden angekommen. Doch was den Heuschreckensnack anbelangt, scheinen manche von ihnen wohl Pech zu haben. Tja, die waren zu langsam. Die haben es nicht schnell genug gemerkt. Aber so vereinzelte springen ja vielleicht hier immer noch rum. Wie heißt es so schön? Wer sucht, der findet. Zwei Bartaffen waren bei der Suche im Gras erfolgreich. Eine der Glücklichen, Wanderroh-Weibchen Wilma. Die anderen suchen immer noch. Auf der Anlage des Giraffenhauses gibt es einen neuen Bewohner. Den Niala-Antilopenbock Bruce. Dieser hat vorher zusammen mit den Flusspferden in einem Gehege gelebt. Aufgrund familiärer Streitigkeiten musste er leider gehen. Jetzt ist Bruce erst einmal auf sich allein gestellt. So, da wollen wir mal gucken, was Bruce macht, wa? Was macht er denn? Was macht Bruce? Was macht er? Hallo. 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 Guck mal hier. Ja, das ist nun mal so. Der kommt aus dem Flusspferdhaus. Der kommt aus dem Flusspferdhaus. Und da mit seinem Vater hat er sich bekriegt. Und da wurde eben beschlossen, dass dann, dadurch, dass wieder Frieden in der Gruppe sein soll und der Bock wieder, der Vater wieder den ganzen Tag draußen sein kann und nicht immer eingesperrt sein, wurde eben beschlossen, dass er dann hier zu uns kommt. Komm mal her, Bruce, dein Futter. Komm. Na komm. Nach ersten Startschwierigkeiten hat sich der junge Antilopenbock an sein Leben im Exil gewöhnt. Das war schon viel ein Unterschied, dass er alleine jetzt hier ist. Er hat auch, am Anfang hat er auch ein bisschen Durchfall gehabt und so. Und aber jetzt nach einer Woche kann man sagen, Woche, zwei Wochen so ungefähr, hat er sich so gut eingelebt und so. Und das kommt damit, dass er jetzt alleine ist hier, eigentlich gut klar. Na komm. Oh, ich fang. Ja. Vorsichtige Annäherungsversuche, damit sich der Neue bald wohler fühlt. Oh, ist schön, ja. Misstrauischer kleiner Mann heute. Ja. Magst heute nicht mehr? Nee. Dann gehen wir nach vorne. Kommen Sie mit, junger Mann.
Ich leg das hier her. Komm, kleiner Mann, komm. So. Ich tu dir das hier her. Guck mal hier. Guck mal hier, Brusi. Ja. Guck mal hier, meine Brusi-Maus. Guck mal hier, meine kleine Brusi-Maus. Mein Süßer. Na, ja. Sieht doch schon ganz gut aus. Schön? Ja. Ein schöner Tempel mit Baum und Blüten. Das ist das luxuriöse Zuhause für einen neuen Stamm von Blattschneiderameisen. Tierpfleger Halmo Sonntag hat den Neuzugängen extra ein Gehege gebaut. Besonders stolz ist er auf den Felsen, auf dem das Futter für die Ameisen präsentiert wird. Die haben sich sehr gut eingelebt, die Ameisen. Das Volk ist noch nicht ganz so stark, wie wir es uns erhofft haben. Deswegen geben wir jetzt hier sehr viel unterschiedliches Futter, dass sie sich das Beste raussuchen können. Aber das Futter, was ich jetzt hier hinlege, ist binnen 2 Stunden, ist das wahrscheinlich verarbeitet. Und ich denke mal, dass wir in 1-2 Monaten ein richtig starkes Volk haben. Blattschneiderameisen zerteilen mit ihren Mundwerkzeugen Pflanzenblätter, die sie dann in kleinen Stückchen in ihren Bau transportieren. Die Ameisen brauchen ein bisschen Bewegung. Die Ameisen müssen Wege zurücklegen, in der Natur genauso. Die laufen also in der Natur kilometerweit. Das kann man natürlich hier nicht anbieten, aber wenigstens ein paar Meter, dass wir denen 5 bis 10 Meter Bewegung geben können. Dann haben die ihren Bewegungstrieb befriedigt und die Besucher haben ein bisschen was zum Gucken. Eine Blattschneiderameisenkolonie kann pro Tag so viel Vegetation schneiden, wie eine ausgewachsene Kuh frisst. Die versuchen immer, möglichst neue Futtergründe zu finden. Und da bewegen sich halt die ganzen Ameisen im ganzen Becken hin und her. Die suchen nach Öffnungen, die suchen nach neuen Wegen. Die legen dann Duftspuren. Und die Kollegen finden dann die Duftspuren, laufen denen hinterher. Und wenn irgendeiner Futter findet, kommt er natürlich mit dem Futter an. Und die Kollegen wissen dann, wo das Futter ist. Doch die Ameisen fressen die Blätter nicht, sondern zerkauen sie nur und verwenden sie als Substrat, um darauf einen speziellen Pilz wachsen zu lassen. Und wie gründet man eigentlich so eine Ameisenkolonie? Also man kauft eigentlich einen Ansatz mit einer Königin und ein paar Arbeitern, etwa 20, 30, 40 Arbeiter. Dann setzt man den Behälter in größeren Behälter, schließt den erstmal ab, dass die nur ein bisschen Möglichkeit haben, neuen Pilz zu bauen, Nachwuchs zu produzieren. Und wenn man merkt, der Pilz wächst und gedeiht gut, dann kann man immer Stück für Stück immer ein bisschen anbauen. Also eine Königin hatten wir und etwa 50 Arbeiter. Und aus denen hat sich halt dieses Volk entwickelt mit jetzt mehreren Tausend. Möchte ich meinen, kann man natürlich jetzt nur schätzen. Ist ja auch immer ein Teil unterwegs, die halt auf Futtersuche sind, aber der Gros des ganzen Volkes bleibt halt am Pilz. Dieser Pilz ist die Lebensgrundlage eines jeden Blattschneiderameisenvolkes. Der Pilz der Ameisen ist Versteck, Brutstätte, Futterplatz, alles in einem. Der ist ja sehr hohl, der ist ja wie eine Koralle oder wie praktisch, man kann sich das wie ein Gehirn vorstellen, extrem viel Platz, große Oberfläche, viele Versteckmöglichkeiten. Und auf dem Pilz selber, da wachsen die Fruchtkörper und von den Fruchtkörpern des Pilzes ernähren sich ja die Ameisen. Das heißt, die Gärtner, die Ameisen sind Gärtner und pflegen und hegen den Pilz, der sie ja ernährt. Und wie schnell wächst so ein Ameisenhaus auf diese Größe heran? Also in den ersten Wochen und Monaten wächst der Pilz extrem langsam. Da muss man aufpassen, dass das Volk da nicht eingeht. Und das
passiert dann explosionsartig. Nach 1 bis 1,5 Jahren kann es also durchaus passieren, dass der Pilz dann binnen weniger Wochen sich verdoppelt, verdreifacht. Und dann muss man den Ameisen natürlich den dementsprechenden Platz geben, dass die auch ihren Pilz anbauen können. Aber auch der Pilz braucht die Ameisen. Denn sie pflegen und schützen ihn vor Schädlingen. Wenn das Volk dann richtig groß ist und die richtig große Soldaten produzieren, dann können diese Soldaten auch schon mal 1 bis 1,5 Zentimeter groß werden mit riesigen Kiefern. Aber das dauert noch ein bisschen. Die Königin bei den Ameisen, die hat etwa diese Größe. Die sieht man natürlich nicht, weil die mitten im Pilz sitzt und Nachwuchs produzieren muss. Und die ist halt umringt von ihren Soldaten, Arbeitern, Beschützern. Pilz und Ameise. Eine wirklich gelungene Symbiose. Zurück bei den Löwen. Der schüchterne Boris und die doppelt so alte Churchilla halten auf der Felsenanlage immer noch großen Abstand voneinander. Immerhin scheinen sie aber entspannt zu sein. Oh, das sieht ja schon richtig gut aus mit den beiden. Ja, hallo. Ja. Und? Gemütliche Zeit gehabt? Boris guckt auch um die Ecke. Na, ich denke, dann werden wir es versuchen mit der zweiten dazu. Na klar. No? Willst du wieder hinter, soll ich jetzt aussperren? Du gehst hinter. Okay, alles klar. Soll die Schaki kommen? Na, so Schatschilla schläft ja schon gleich, die gähnt ja schon. Ach, das ist mir ja egal. Ja. Na gut, ich schicke sie dir mal raus, ne? Löwin Shakira wartet immer noch hinter der Anlage. Als der Schieber sich öffnet, wird sie zunächst von ihrer ranghöheren Schwester begrüßt. Boris beobachtet die Ankunft der zweiten Löwin erst einmal aus sicherer Distanz. Na, große Begrüßung? Ja. Habe ich gehört. Ja, die haben sich beide ganz freundlich begrüßt. Jo, sag mal, ich habe Und er schmult um die Ecke. Bis dahin war sie jetzt noch nicht. Ist noch nicht den Bobsi? Nee, den hat sie noch nicht begrüßt. Na, sag mal, dann geh mal schnell hin. Shakira hat einen ganz anderen Charakter als ihre Schwester Churchilla. Eher lässt der Löwenmann, der sich ganz weit links in der Felsenanlage versteckt hat, keine Ruhe. Also sie kommt dazu, sie ist so ein bisschen jetzt zur Zeit der dritte Rad am Wagen. Ne? Also die sind als Gruppe eben zusammen. Und sie traut sich im Prinzip nicht richtig bis zu Boris ran. Sie grüßt ihn zwar, es war ja jetzt schon ziemlich weit, aber sie ist eben nicht so forsch, wie sie immer tut. Naja, so aus ihrer Unsicherheit heraus drängt sie eher nach vorne, was die andere mit Überlegung dann angeht. Jetzt. Die Königin wird nie gestört, wenn sie nie will, genau. Patsch. Ja? Das sind denn Schwestern unter sich. Sind das etwa die ersten Anzeichen von Konkurrenzkampf zwischen den beiden um Löwenmann Boris? Was das Zusammenwachsen der Löwengruppe anbelangt, sind die Tierpflegerinnen optimistisch. In einem Jahr, hat er hier alles unter Kontrolle. Ja. In einem Jahr ist es die Gewohnheit, dass die beiden bei ihm sind. Und dann ist er auch richtig Chefmann. Ja, hoffe ich. Wenn er dann 5 ist, dann ist ja eben immer, wenn man so einen jungen Kater hat, dann muss man manche Sachen eben aussitzen. So ist das eben. Vielleicht müssen Shakira und Churchilla erst einmal ihre Zickerei beenden. Dann klappt es auch mit Boris. Im Zoo bei den Giraffen erwartet den kleinen Bullen Mogambi heute mal wieder etwas Neues. Zum ersten Mal lernt er die Wasserböcke kennen. Die sollen nämlich zu den Giraffen auf die Anlage kommen. So, Mäuse, heute ist der große Tag. Heute kommen die Wasserböcke raus, ja? Die Wasserböcke, die kommen dahin. Die kommen dahin. Da musst du schön aufpassen.
Die kennst du noch gar nicht, die Wasserböcke. Wasserbock Heinrich und seine Frau sind auf Giraffen gar nicht gut zu sprechen. Möchtest du auch noch mal gekrabbelt werden? So, ich hole jetzt die Wasserböcke. Jetzt wird's spannend. Werden sich Giraffen und Wasserböcke vertragen? Geh weiter, Heinrich. Geh weiter, weiter. Vorsicht! Heute sind die Giraffen bei. Hallo? Alles okay? Alles in bester Ordnung. Wie sieht's aus? Gut, wa? Ah, da sind sie ja. Da sind sie. Heinrich hat ja wieso ein bisschen Schiss vor den Giraffen? Ja. Als er hierher gekommen ist, war er etwas lütt und natürlich im Pflegealter. Und natürlich hat er dann versucht, die Giraffen auch anzumachen. Die waren ja damals auch alle etwas kleiner. Naja, natürlich hat er dann ein paar vom Ballon gekriegt. Also sie haben ihn getreten. Und das hat ihm natürlich wehgetan. Und seitdem hat er Respekt. Nicht mal Angst, Respekt vor den Giraffen. Und ich glaube auch nicht, dass da groß was passiert. Nee, so ruhig wie es jetzt Mama hier ist. Mama, passt so alles auf, ja, das eben. Wetter ist heiß, die haben Gras. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Heinrich zu Mogambi geht und da irgendwas macht. Also da wird Mama schon kommen und wird ihm zeigen. Ist ja nur auch so, die Wasserböcke kennen die Giraffen ja schon seit Jahren. Ist also jetzt nicht so was hundertprozentig Neues. Spannender wird es natürlich, wenn wir dann im Herbst eine junge Wasserbockkuh kriegen und die dann zum ersten Mal auf die Anlage kommt. Das wird dann interessant. Spannend. Das wird spannend. Totale Harmonie auf der Anlage. Nicht zuletzt, weil Mogambi sich so vorbildlich ruhig verhält. Man kann nicht so sagen, die alle Jungtiere von Giraffen sind so wie Mogambi. Da gibt es auch andere, die nervös sind oder hippelig sind oder Schiss haben. Das ist individuell. Aber es kommt doch immer darauf an, wie man damit umgeht. Ja, das stimmt. Da hast du auch das recht. Das ist ganz wichtig. Da haben die beiden Tierpfleger vollkommen recht. Und Mogambi hat alles richtig gemacht. Nachmittägliche Ruhe im Tierpark. Auch im Alfred-Brehm-Haus. Die drei asiatischen Löwen Boris, Chochila und Shakira teilen sich friedlich die innere Felsenanlage. Draußen nimmt der sibirische Tiger Darius sein tägliches Nachmittagsbad. Seine Frau Aurora ist wasserscheu. Sie sieht nur zu. Drinnen bekommen Java-Leopardin Srikandi und ihre neue Mitbewohnerin, Montana-Puma-Mädchen Missula, noch einmal Besuch. Na, mal gucken, was die Missy zu der Kugel sagt. Vielleicht kommt Srikandi ja dann mal runter. Mal sehen, wo die sitzt. Ne, Srikandi sitzt ja immer noch oben. Guck mal, ein Spielzeug. Ja, willst du das haben? Ja, meinst du, die Srikandi kommt dann runter? Na, mal gucken. Ja, ha, nichts ist. Nein, noch nicht. Srikandi. Kullertime. So, hier passt die nicht. Nee, die passt hier nicht. Moment, die muss hier durchkullern. So. Gehst du mal bitte, hol die Kugel. Nusch? Was machst du jetzt hier? Dann hat Srikandi die Kugel alleine. Ich glaube, du solltest schnell hinter der Kugel hinterher. Soll ich mit rauskommen? Ja? Na los, ruhig. Du bist ein Kasper. Ja, erstmal putzen. Mach dich hübsch. Du bist da eine. Komm, ich komme mit raus. Komm.
Sissi. Ja, was? Ja, brr. Au, brr. Wo ist denn der Ball? Los, hol mal schnell her. Zwischendurch gehe ich schon immer noch ein paar Minuten mal ein bisschen kuscheln und mal ein bisschen spielen, weil brauchen sie ja auch. Aber also dann kriegen sie eben zwischendurch immer mal auch noch was Neues reingeworfen in Käfig, halt ein bisschen Spielzeug, dass eben auch fürs Rikandi ein Anreiz da ist, eben mal vielleicht gucken zu gehen. Doch auch die Kugel lockt Rikandi nicht von oben herunter. Weiten, Schnurri. Was denn? Wo ist denn dein Ball? Na, du bist mir eine Marke. Na, dir will ich noch mal so was Schönes mitbringen, du. Hä? Ignorant. Ja, na, ist das der Ball? Nee. Na ja, gut, dann musst du alleine spielen. So hätte ich ja mitgespielt. Dann mach's mal hübsch mit deiner Kula und mit der Srikandi. Dann geh du doch mal runter, hä? Das ist eine Mickey Maus. So, tschüss. Erst als die Tierpflegerin weg ist, fangen Missoula und Srikandi an zu spielen. Aber Srikandi hat offensichtlich Angst vor der Kugel und klebt sofort an der Decke. Tja, dann muss Missoula wohl wieder alleine spielen. Sonnenaufgang über Berlin. Der Zoo hat noch geschlossen, als Detlef Liebschwager auf dem Wirtschaftsgelände mit seiner Maschine ankommt. Es ist 6 Uhr früh. Hektik am Morgen, das ist nichts für Detlef Liebschwager. Eigentlich beginnt die Arbeit erst um 8. Doch für die Begrüßung seiner Tiere nimmt sich der Reviertierpfleger gerne extra Zeit. Morgen. Hey, Pole. Alles klar? Amira. Na, wie hast du geschlafen? Paule, der Löwenmann ist eigentlich ein Morgenmuffel, der also morgens richtig verknatscht aussieht oder richtig müde aussieht. Ich merke schon. Na, ihr beiden, ihr seid doch schon wieder so wach. Weiter zu Ari und Aketi. Wir können gleich raus. Hast du Durst? Gut. So, mal gucken, was die anderen machen, ne? Hier ist auch alles klar. Sarah, du guckst ja schon. Guten Morgen. Und ihr? Die Zwergmangusten sind noch beim Morgenkuscheln. Na gut, dann kriegen wir nachher nochmal. Wir sollten schon so eine kleinen Tierchen alle zählen, wenn es geht. Wenn es nicht zu viele sind. Aber jetzt hier ist eine Übersicht. Und da weiß ich, dass alle gesund und munter sind. Wenn ich jetzt hier einfach nur vorbeigehe und sehe, da liegt ein Haufen, dann weiß ich ja nicht, ob irgendeiner jetzt hier, ob der Haufen komplett ist, alle 7 Tiere da sind. Gut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, der 7. wird irgendwo oben liegen. Ist natürlich klar, wenn jetzt der 7. irgendwo in der Kiste drin liegt, dann kann ich den jetzt nicht sehen. Das ist logisch, deswegen müssen wir ja nochmal in Ruhe gucken. Gut. Weiter geht's zu den Ozis. Na, ihr beiden? Alle klar? Manchmal kommt man, da sind die Tiere, schlafen sie noch fest. Und hier ist ja noch sowieso, jetzt kommt noch dazu, dass die beiden zusammen sind. Da ist sowieso immer einer aktiver als der andere und der andere sagt sich dann nur, wenn du wach bist, kann ich auch wach sein. Nee, ihr beiden macht das so. Sind eben ein eingespieltes Team, wie ein altes Ehepaar. Morgen, Mädels. Was ist denn du los? Ihr seid wach, hab ich gesehen, ja? Ihr seid auch wach. Die drei hinterindischen Tigerschwestern liegen schon auf der Lauer. Schließlich kann jeden Moment das Frühstück kommen. So gut in Form sind die Raubtiere nicht jeden Morgen. Das liegt ja auch ein bisschen jetzt an der Wetterlage. Jetzt ist, wenn es hell ist, dann sind die Tiere genau wie wir auch alle ein bisschen munterer. Und wenn jetzt so die trübe Zeit ist, dann morgens, dann liegen die alle noch und schlafen. Und dann muss man schon. Muss nicht, aber
Am liebsten wäre dem, wenn man jetzt ganz leise hier durchgeht und nur keinen Krach macht. Wir wollen noch ein bisschen schlafen. Das Jaguar-Weibchen. Jetzt geht's raus. Willst du rechts oder links? Sehst du sowieso nicht. Bei Jaguar-Weibchen Chiara hält sich die Begeisterung in Grenzen. Warum raus, wenn es bei Detlef Liebschmager viel spannender ist? Prinzessin, ne? Du? Puppi. Geh mal ruhig raus, dein Mann geht auch gleich. Robby, geh mal. Auch hier schnell den Schieber schließen, bevor sich Chiara anders überlegt. Hab's gewusst. Mensch, jetzt müssen wir hier mal wieder an. Das ist das Problem. Sie gehen nicht immer gleich raus. Also geht man erstmal weg und wenn man wiederkommt, dann sind sie meistens draußen. Das Problem ist nur, dass man leise wiederkommen muss. Ansonsten kriegen sie mit, dass man kommt und dann sind sie gleich wieder drin und gucken, was man will. Da muss es Detlef Liebschwager mit Chiara wohl später noch einmal probieren. Der Tierpark Berlin. Uganda-Giraffen, Adax-Antilopen oder Moorgazellen. Sie alle haben dieselbe Küchenfee. Für Claudia Walter beginnt der Morgen mit der Futterzubereitung. Zuerst für die Giraffen. Wir haben hier nämlich auch ein bisschen Futter umgestellt. Wir haben fast alles an Zucker raus. Ist ja für Giraffen nicht so toll, auch nicht für Antilopen. Die können das nämlich gar nicht aufschlüsseln. Scheiden das also wieder aus. Dafür müssen sie auch noch Energie aufwenden. Also gibt es jetzt hauptsächlich Kartoffeln und Mohrrüben und Salat und Zucchini und Fenchel. Alles gute Sachen. Nur Erik hat noch etwas Besseres. Die Milch von Mutter Lotti. Mit 2,5 Monaten ist Muttermilch seine Hauptnahrungsquelle. Für die großen Giraffen gibt es eine Spezialzubereitung aus pflanzlicher Kost. Die Giraffen bekommen jetzt Rübenschnitzel. Die werden morgens angesetzt. Das machen die in anderen Kursen schon ganz lange. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen. Fressen sie super gut. Man muss ungefähr das Doppelte an Wasser aufschütten. Und dann müssen sie 2 Stunden aufquellen. Für jede Giraffe ein Eimer. Für die kleineren, für Max und Jule, die kriegen die 10 Liter Eimer. Und die erwachsenen Tiere bekommen so 20 Liter Eimer. Und da kommen dann noch Mohren drauf, Kartoffeln, Gemüse, ein bisschen Mais. Für Claudia Walter geht es von den Giraffen weiter zu Ellipsenwasserbock Hugo, der sich nicht so richtig zu benehmen weiß. So, Hugo? Hugo muss die Nacht drin verbringen, weil er nämlich auch draußen etwas randaliert. Na, ansonsten könntest du ja auch draußen bleiben, ist ja nicht kalt. Aber du randalierst. Der macht die Zäune nämlich kaputt. Also musst du jeden Abend hier rein. Er ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, man muss einen geschützten Umgang machen. Also der ist ein sehr schöner. Aber man sieht ja auch in seinen Horn, da hat er wieder irgendwo rumgerammelt. Wie schuppert hast du dich auch, ne? Ist auch ein bisschen Fell von dir drin. Hey, hey, nicht so, mein Freund. So, Hugo, jetzt Futterchen raus und dann geht's raus. Im Augenblick haben wir ja Grünfutter, dann kriegen sie mal morgens das Grünfutter vom Vortag und bekommen nachmittags richtig Frisches. Und so hat man dann schon mal ein bisschen was für die ersten Stunden. So. So, Chiquita, kommst du mit? Kommt mal mit? Ja, ja. So ist fein. So. Während Claudia Walter noch Klee und Luzerne verteilt, dürfen Hugos Damen sie schon auf die Anlage begleiten. Im Gegensatz zu dem Bock benehmen sich die Ellipsenwasserbockweibchen manierlich. Nun könnt ihr kommen.
Lasst es euch schmecken. Jetzt kommt nur euer Hugo zu euch. Ja, geh. Na komm. Geh mal raus. Ja. Fein. Großer, stolzer Mann. Schon deutlich größer als die Kühe und wunderschön. Wir hoffen ja nur auch mal auf Jungtiere. Dieses Jahr hatten wir ein bisschen Pech, da hatten wir leider ein Tier, was dann nach ein paar Tagen verstorben war. Warum, wissen wir nicht so genau. Aber er deckt ja. Das Schöne ist bei ihm auch, wenn man ihn rauslässt und ihm eine heißes oder rindert, dann ist er auch gleich dran und man sieht, schreibt man auf und dann weiß man, wann eventuell ein Kalb kommt. Bald wird aus dem stolzen Herdenchef wohl auch ein stolzer Vater werden. Malein Dame Maika in ihrer neuen Wohnung. Einst lebte hier Bao Bao, der 2012 verstarb. Der freundliche Pandamann war ein ganz besonderer Liebling der Zoobesucher. Einen festen Platz hat er auch im Herz seines Pflegers Detlef Liebschwager, der nun die Morgensuppe für Maika anrührt. So, nochmal für die Prinzessin ihr Süppchen machen. Nicht, dass die Leute denken, das ist jetzt Pandasuppe. Der ist ja nun mal leider nicht mehr. Das ist jetzt unsere Maleinbeeren, unser altes Mädchen. Die kriegt morgens immer auch noch so ein bisschen Haferflocken mit Kleie, Leinsaat und ein bisschen Babybrei, damit das alte Mädchen ein bisschen eine Stärkung hat zum Frühstück. Ist etwas anders, als der Panda gekriegt hat. Wenn man jetzt so eine Suppen hier macht oder so für die Maleinbeeren, weil Bauer hat ja nur auch mal seine Suppen hier gekriegt. Zwar eine andere Suppe, nicht so was hier für ohne Zähne. Sondern er hat immer so eine Gemüsensuppen und alles gekriegt. Aber Bau ist immer präsent für uns. Bau bleibt immer unser Bär. Und das wird auch so bleiben. Hier ein Süßmäulchen. Sie mag das auch. Also kriegst du ab und zu mal was Süßes. So, das war's. So sieht es dann aus. Sieht dann ja appetitlich aus. Naja, gut, okay. Geh mal. Maika ist unruhig. Endlich gibt es Suppe. Mit 28 Jahren ist die Maleinbeeren schon eine hochbetagte Dame. Bao Bao wurde 34 Jahre alt und damit älter als jeder andere Panda in einem Zoo. Auch ein Verdienst der Tierpfleger. So, Süppchen schön hinstellen hier. Alle klar, also können wir jetzt raus. Bevor sich Maika an ihre Suppe herantraut, sucht sie das Gelände ab. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht, zumindest in ihrem Fall. Denn eine Draufgängerin ist die Maleinbeeren-Dame bestimmt nicht. Maika, das ist ja. Nee, die ist also ein ganz ängstlicher Bär. Na, ist sie doch noch ran? Geht doch. Na bitte. Na bitte, hat sie doch gedauert. Wenn sie erstmal in der Suppe ist, und weil es ja so lecker war, ist ja Honig dran, ne? Nee, aber sie mag ihre Suppe und die geht immer relativ schnell bei ihr. Da ist die Schüssel ja schön sauber. Und schon erledigt, ne? Sehen wir wieder ein bisschen auf Rücktour, weil es ist ja alles so neu und spannend. Die Zunge ist bei den Maleinbeeren spielt eine ganz große Rolle, weil Maleinbeeren sind ja nun, das sieht man ja auch an den Krallen, dass das absolute Graber und Inspekteure sind. Also in freier Wildbahn wird alles total kaputt gemacht, alles durchgewühlt. Und so sieht man natürlich jetzt hier auch, wenn die Suppe frisst, dass die Suppe ein bisschen spritzt und dann geht es überall natürlich ins Gesicht. Und da ist natürlich die lange Zunge auch perfekt, um das Gesicht wieder sauber zu machen. Und dazu
zieht sich die Bären diskret in die Ecke zurück. Gut, Schnecke, jetzt bist du fertig, bist draußen. Schönes Wetter, also kann ich jetzt dein Käfig sauer machen. Gut, gut. Das Erweiterungsgelände, Zuhause des Federviehs. Hier wohnt auch Familie Emu. Den Emu-Küken steht heute eine aufregende Aktion bevor. Chippen und Federprobe. Kommt mal, kommt. Eine Angelegenheit für alles Tierarzt und Reviertierpfleger. Und weiter. Zunächst wird die Familie in den Stall gelockt. Ohne die Eltern gehen die Küken nirgendwo hin. Boing. Guck mal, ja, alles gut. Tierarzt Dr. André Schüle kommt. Das Manöver Emu kann starten. Hi. Gemeinsam mit Christian Möller. So, bereit für unsere Emus? Ja. Hi. Hi. Sind Sie schon eingesperrt? Ja. Haben wir schon getan, dass wir da loslegen können. Dann gehen wir rein. Da ist die Familie. Da sind sie alle drei. Sehr gut. Prima. Ja, das ist ja auch noch eine ganz gute Größe, die wir noch ganz gut, oder ihr, noch gut bändigen könnt. Ja, ja. Gut, machen wir das wieder auf dem Flur hier draußen? Ja, ja. Ich hole sie dir einzeln immer, gib sie dir und dann legen wir hier los. Wird am besten sein. Prima. So. Ja, ja, ja. Jetzt Geschrei groß. Das erste Küken ist ganz schön wehrhaft. Da hilft nur beherztes Zufassen. Ja, ja, schrei doch nicht so. Genau. Wunderbar. So. So. Aber bitte nicht anscheißen jetzt. So, sollen wir den Kopf ein bisschen fixieren? Guten Tag. Ist doch noch nichts passiert. Ist doch nichts passiert. So, ja, 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 ja. Ein kurzer Pieks und der Mini-Chip wird unter die Haut geschossen. Oh, ja, 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 ja. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, was zu machen. Das macht man bei Laufvögeln am Hals, weil die ja anders als übrige Vögel, die eine ganz gute Muskulatur an der Brust haben, wo eben die Flugmuskulatur ansetzt. Da kann man sehr schön einen Chip setzen. Bei den Laufvögeln oder auch Flachbrustvögel, wie sie ja heißen, da befindet sich halt an der Stelle nicht so viel Muskulatur, weil die halt nun mal nicht flugfähig sind. Deshalb ist das eine etwas ungünstigere Stelle. Und dazu kommt, dass man gerade bei den Laufvögeln natürlich oben am Kopf und am Hals, wenn es dann notwendig ist, den Chip mal abzulesen mit dem Lesegerät, kann man natürlich am Kopf sehr gut das kontrollieren. Also da geht es relativ einfach, als wenn man erst unter den Vogel an die Brust muss. Wir kontrollieren das nochmal vorsichtshalber. Wunderbar. Sehr gut. Ja. Wo willst du die Feder nehmen? Och, ja, 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 ja. Und jetzt noch die Federprobe zur Geschlechtsbestimmung. Och, tust du das auf, bitte da. Stirbst du, doofe Ding. Na, das ist natürlich ein kurzes Zupfen, was leider notwendig ist. Und der Pieks von der Kanüle, in der der Transponder sitzt, das merken die natürlich schon. Aber ein kurzes Pieks und dann hat das geschafft. Ein kurzes Pieks und dann hat das geschafft. Also wie gesagt, die sind noch sehr robust, die Emus Allgemeinlaufvögel. Das stört die eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, in freier Wildbahn haben sie da mehr Probleme, ja, zu kämpfen. Mit Feinden und so weiter. Von daher sind Laufvögel, gerade Jungtiere, sehr robust. Ja, du musst mich aber reinlassen. Oh, 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 oh. Nummer 1. Ja, ja, ja. Guck mal, ist doch dabei. Na, alles gut. Ach, ja, ja, ja. Alles halb so wild. Junge oder Mädchen? Alles halb so wild. Schwierige Frage, selbst für die Profis. Ja, da hätten wir jetzt vom Äußeren schlechte Karten zu sagen, Männlein, Weiblein. Ja. Die Männchen sind meistens ein bisschen kleiner und schwächer vom Körperaufbau her, weil sie eben auch die Aufzucht machen müssen. Und da leiden sie in den einen Monat, weil sie wenig fressen. Aber das ist von Paar zu Paar unterschiedlich oder von Geschlecht zu Geschlecht. Das ist ganz schwer. Und bei den drei könnte ich es jetzt auch nicht erkennen. Ja, 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 ja. Die zweite Federprobe. DNA fürs Labor. Oh, da haben wir genug Federkühle, das reicht schon. Reicht schon, ne? Ja, das ist gut. Dann haben wir es wieder zu Eltern. Der ist schon geschafft. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja.
zweite. Und dann noch das dritte. Und letzte Emo-Küken. Kurzer Pieks und du hast es geschafft. Schon fertig. So, Vater, jetzt kriegst du den letzten. Ja. Du musst mich reinlassen, sonst. Alle da, siehst du, alle da. Ob Mädchen oder Junge, die Küken haben sich allesamt tapfer geschlagen. Der Emo-Vater kann stolz sein. Es schüttet wie aus Kannen. Die Giraffen nehmen es gelassen. Der Regen will scheinbar kein Ende nehmen. Im Stall kümmert sich derweil Claudia Walter um das Futter. No, jetzt kriegen die ihr Futter. Möhren, darunter ist noch Kartoffeln, ein bisschen Gemüse und die Rübenschnitzel. Es ist natürlich jetzt gewaltig schwer, aber es geht. Diese Rübenschnitzel, die kleben natürlich immer unten fest. So, dann mache ich immer nur gleich die Tränke sauber. Und weil ich so klein bin, brauche ich einen Hocker. Eigentlich bin ich ja nicht klein, aber für die Giraffe schon. Wassermangel ist heute ja das geringste Problem. Stoisch harren die Steppentiere unter den Akazienbäumen aus, während Claudia Walter noch im Stall arbeitet. Und gleich noch der Gulli spielt. So. Dann noch einen Eimer Salat. Die Männer kommen natürlich überall bequem dran. Die brauchen auch keinen Stuhl, um hier ranzukommen. Ich könnte das Ding zwar noch rausschmeißen, aber ich krieg's nicht mehr rein. Also Hocker. So schnell wie es kam, ist das Gewitter auch wieder vorbei. Doch der Regen hat deutliche Spuren hinterlassen. Für Claudia Walter beginnt das Aufräumen. Na, könnt ihr jetzt schwimmen? Nur mit Schwimmring. Zumindest der Jüngste. Den Schutz der Bäume haben die Giraffen hinter sich gelassen. Mit der Sonne ist auch die Neugier zurück. Mal sehen, was heute noch so geschieht. Babyboom im Aquarium. Hinter den Kulissen gibt es eine Jungtierstation mit einzigartigen Zuchterfolgen. Maßgeblich daran beteiligt ist Tierpfleger Ronny Kessner. Und fast so stolz, als wäre er selbst der Vater. Die Aufzucht der kleinen Schlangenschildkröten grenzt an ein Wunder. Hier haben wir unsere jungen Schlangenschildkröten. Seit 4 Jahren züchten wir die regelmäßig nach. Muss fast 30 Jahre warten, bis ich die ersten Jungen hatte. Erst hatten wir, als ich vor über 30 Jahren hier anfing, hatten wir ein einzelnes Männchen. Ein paar Jahre später hatten wir Glück und konnten ein großes Weibchen noch erwärmen. Und die wiederum brauchten fast 20 Jahre, um sich miteinander zu vertragen, um die ersten Eier zu produzieren. Die jahrzehntelange Geduld hat sich gelohnt. Nachwuchs gibt es jetzt gleich mehrfach und das in den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien. Diese sind jetzt ca. 12 Monate alt. Charakteristisch ist halt dieser lange Hals, mit dem sie dann zwischen den Wurzeln kleine Krebse, Schnecken oder Fische fressen und erjagen. Und hier haben wir Schlangenhalsschildkröten, die sind ein paar Wochen alt. Schwierig ist natürlich, dass sie ganz klein das erste Jahr nur lebende kleine Fische jagen. Und das macht die Aufzucht unheimlich schwierig, Fische in der Menge zu besorgen. Und für mich war es eine Herausforderung, auch diese Schildkrötenart zu züchten. Denn eigentlich haben wir uns vorgenommen, von jeder Tierart, die wir hier im Terrarium halten und wo wir auch ein Pärchen von haben, diese auch zur Nachzucht zu bringen. Und das haben wir jetzt also mehrmals halt geschafft.
Die Schlangenschildkröten sind nicht der einzige Erfolg der Zuchtstation. Unter anderem haben wir hier in den letzten Tagen junge Leopardgeckos untergebracht, die jetzt alle die Woche geschlüpft sind. Dieses Quaken ist einfach zur Feindabwehr. Die beißen ja nicht richtig zu. Hier neben haben wir den Papa separiert. Unten haben wir die Mädels, die teilweise über 20 Jahre schon bei uns leben. Und in dem Terrarium hier, das Männchen, fassen sich an wie so ein Radiergummi. Und weshalb sind Vater und Kinder getrennt? Der Vater würde wahrscheinlich die Jungtiere verspeisen. Auch bei den Bartagamen ist Kannibalismus keine Seltenheit. Hier haben wir unsere jungen Bartagamen untergebracht. Die sind vor 2 Wochen geschlüpft. Das sind Agamen aus Australien, also Echsen aus Australien. Bartagamen deshalb, weil wenn sie ausgewachsen sind, haben die so einen kleinen Kehlsack hier, den sie bei Erregung aufstellen und dann sieht es aus wie so ein Bart. Die Aufzucht, ähnlich kompliziert wie bei den Schlangenschildkröten? Wenn die genug Futter haben, ist die Aufzucht eigentlich kein Problem. Wichtig ist halt so eine UV-Lampe, damit Vitamin D3 gebildet werden kann, weil sonst leiden die Tiere irgendwann an Rachitis. Und man muss hier bloß aufpassen, hier sieht man ja, die sind alle zusammen an einem Tag geschlüpft. Da ist so ein dominantes Tier und das sind dann die Tiere, die dann weniger gut ans Futter kommen. Nächste Woche müsste man den schon wieder separieren von den kleineren, weil sonst frisst der Große die Kleinen irgendwann auf. Na dann, bloß weg. Die nächsten Babys sind Vegetarier. Die größeren Schmuckschildkröten teilen sich ihr Schwimmbecken mit den rotbäuchigen Spitzkopfschildkröten. Die Kleinen sind jetzt 3 Tage alt und die Schmuckschildkröten sind jetzt 1 Woche alt. Man sieht ja hier auch noch den Nabel. Hier hing ja der Dottersack dran, den sie jetzt restlos eingezogen haben. Und da ist der Bauchnabel. Die jetzige Mini-Größe täuscht. Die Schmuckschildkröten, die können 25, 30 cm werden, sehen natürlich niedlich aus in der Größe, aber die wachsen zusehend und dann sind sie so groß. Das sind diese Schildkröten, die dann oftmals im Schlosspark im Teich rumschwimmen. Ziehvater Ronny Kessner kann wirklich stolz auf diesen Nachwuchs sein. Die Emu-Küken spazieren nach ihrem Tierarztbesuch schon wieder vergnügt über die Anlage. Beobachtet von Straußenhenne Peggy. Gleich bekommt sie Besuch von Christian Möller, der gerade noch Henne Marci von der Anlage lockt. So, Marci, ja komm mal schnell, komm. Komm her, komm. Marci, komm. Willst du auch rein, Kelly? Dann kannst du auch mit rein, komm. Na, komm auch mit rein. Da sind beide mit drin. Hier. Komm her, Marci. Aber der Hahn nicht. Du bleibst draußen, Dicker. Vorsicht, Maus. Ich muss nur die Tür zumachen. Na, dann seid ihr beide drin. Ist ja auch okay. Hm? Ja, ja. Nicht den Finger beißen. Die anderen Hennen sind ja total lieb. Machen gar nichts. Na, wenn man hier die Kelly anruft, gar nichts. Die will nur fressen. Wenn du hier anfängst mit Marci, sieht man gleich, dann schimpfst du gleich. Also, das ist einfach ihre Art, ne? Und deswegen bleibt sie jetzt besser im Laufstall, wenn es zu Peggy geht. Gucken wir jetzt noch mal kurz nach Peggy, die noch auf den Eiern liegt. Ne? So. Na, Dicker? Ja, 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 ist alles gut. Alles gut. So. Haupt
AG brütet im Wechsel mit Straußenhahn L. Na du? Ein Beispiel für effektive Arbeitsteilung. Alles klar? Alte Meckertante? Ich denke mal, 2 Wochen wird es noch dauern, bis die Küken kommen. Und dann hört man das ja, es geht ja relativ schnell, denn das die Fiepen, die Kleinen, und dann kommen die auch in Abstand von 2-3 Tagen alle. Das klappt eigentlich immer ganz gut. Und die sitzen auch eisern drauf jetzt im Wechsel mit dem Hahn. Abends zum Feierabend kommt der Hahn noch vorbei, der legt dann drauf und das klappt eigentlich immer ganz gut. Die Ställe haben sich selber ausgesucht, was natürlich auch optimal ist, natürlich mit dem Dach. Ja, gut ist auch, dass da ein Schieber ist, dass wir da jederzeit mit dem Schieber auch hantieren können, ran können an die Tiere, ohne weit Entfernung gehen zu müssen. Weil gerade wenn die Küken da sind, sind die auch sehr gefährlich, die Alttiere. Und da muss man mal ein bisschen aufpassen. Dadurch bietet sich mit dem Schieber, dass wir einen Fluchtweg haben, auch ganz gut an. Also wirklich optimal eigentlich. Und wie viele Eier hält Peggy da eigentlich versteckt? Als letztes Mal, als wir gezählt haben, waren es 16 Eier. Ja, da werden jetzt auch nicht mehr viel dazukommen. Die anderen beiden Hennen können rein theoretisch schon Eier legen, aber die werden dann da seitig liegen und die packt der Hahn denn oder die Henne auch nicht mehr drunter. Ja, das wissen die denn schon, dass die jetzt da drunter sind, auch angebrütet sind und da wird auch nicht mehr dazukommen. Die nehmen wir dann auch weg, die restlichen Eier. Wenn sie so 2-3 Stunden so saß, dann steht sie schon mal auf und sortiert sie sich wieder so, dann piekt da irgendwas, dann muss ein Eier in der Mitte geholt werden oder nach außen und so kriegen sie halt alle die gleiche Wärme. 16 Eier. Zu zählen sind momentan nur 12. Die Giraffenanlage nach dem großen Regen. Alex. Für die neue Reviertierpflegerin war es das erste Gewitter bei den Uganda-Giraffen. Oh Gott, jetzt können wir hier schwimmen, wa? Oh Gott. So. Ich wollte hier was runterfegen. Die Herde ist wohl auf. Auch die hochschwangere Andrea. Na, Andrea, zeig mal. Nee, dauert noch. Lotti? Das ist der kleine Erik. Ob groß oder klein, Giraffen sind Fluchttiere. Normalerweise. Ich habe auch gestaunt, dass sie sich relativ ruhig verhalten haben und einmal nur losgerannt sind, als der Blitz wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe eingeschlagen ist. Aber haben sie ganz souverän gemeistert. Allerdings können sie jetzt hier schwimmen. Erik, auch dein erstes Gewitter, ne? Auch souverän gemeistert. Und ich nenne ihn immer eine Renngiraffe, weil der rennt hier und springt rum voller Lebensfreude. Und Maxe? Du hast Pubertät, ne? Manchmal kommt er nämlich an und meint, wir spielen. Aber ich möchte nicht so mit ihm spielen. Er haut immer mit den Beinen. Ja, ich hab nix. Hm? Berührungsangst kennen die neugierigen Tiere jedenfalls kaum. Bisschen beeindruckend ist das ja immer, wenn man hier mang den Tieren so rumschreitet. Und er klaut da oben die Blätter, die Rubinie. Dann hängen sie jetzt natürlich ein Stück tiefer, kommt er wieder ran. Die ernten hier einmal ringsrum ab immer. Nu. Dann geh einfach weg, wenn dir das nicht passt. Kommst du zu mir? Kommst du gucken? Nee? Oh, jetzt hat er sich einen schönen großen Brocken abgerissen. Lass ihn nicht fallen. Soll ich mal nett zu dir sein? Hm? Guck mal. Ja. Hast du dir so einen großen abgerissen? Nee? Willst du nicht? Okay, man übersieht mich wieder. Und einer von euch? Magst du, Paula?
so nass, ne? Hat unten gelegen. Und du? Du möchtest gucken. Na dann guck. Also frischer geht's ja nun nicht. Das hat er gerade eben abgerissen. Du auch noch gucken? Magst du auch nicht? Doch, wenigstens einer. Und Julchen, komm mal ran. Unsere Flaschenaufzucht. Die kleine Dorle ist ja weggegangen. Die ist verkauft worden nach Indonesien in Zoo. Genau, komm her, trau dich. Da. Tut nichts. Die anderen versuchen auch lieber da oben ranzukommen. Aber ihr seid zu klein, Pech gehabt. Die Riesen nehmen es gelassen und sind entspannt. Das ist nicht jeden Tag so. Das ist eigentlich formabhängig von den Giraffen. Aber dass sie so friedlich sind, weil sie mich ja nun kennen, anfangs hatten sie sich ja auch vor meiner Stimme so erschreckt. Weiß ich nicht, 2 Wochen? Hat das 2 Wochen gedauert, ihr Hübschen? Inzwischen wissen sie aber, ich gehöre hier hin und ich gehe nicht weg. Na? Du bist ein Frecher. So. Alle schick? Gut. Ja, Klatsch. Das Gewitter bei den Giraffen hat Claudia Walter souverän gemeistert. Der nächste große Regen kann kommen. Später Nachmittag. Auf der Südamerika-Anlage ist es mit der Lethargie gleich vorbei. Wenn Christian Möller kommt, dann geht es rein in den Stall. Das wissen die Tiere. So, fangen wir mal an zu sperren. Das ist ein alter Marder. Der hat sich letztes Jahr das Bein gebrochen. Wir haben es nicht mitbekommen, wie es passiert ist. Nehmen wir mal an, dass die Guanacos sich getrieben haben, der Ali, der Hengst, hier auf der Anlage, die Weiber getrieben hat, und er einfach dazwischen war. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, wird er wahrscheinlich gepennt haben oder gedöst, keine Ahnung. Und einer der Guanacos ihn auf den Fuß getreten sein, das kann ich mir nicht vorstellen. Der wurde auch nicht behandelt, muss sich wohl selber verwachsen, meinten die Tierärzte. Na Dicker, geh mal rein, na los. Geh mal weiter, hey, hey. Gucke mal, genau, langsam. Guckst du mal, wunderbar. Und weg ist er. Der erste Patient. Bleibt noch ein Dutzend anderer. Gehen wir erstmal raus, holen uns die Guanacos weg. Die warten da nämlich auch schon. Na, ihr seid noch nie dran. Man sieht, dass die Wasserschweine gleich mitlaufen. Also die kennen alle ihren Weg. Ja, die wissen, wo sie rinkommen. Das ist ja von uns auch so gewollt und forciert, dass sie alle in den Rhythmus gehen. Und man sieht, jetzt kommen die Guanacos hier an. Da mache ich jetzt den Schieber auf, dass sie rein können und da fressen. Dann sind uns die Guanacos aus dem Weg, weil die immer so neugierig sind. Die Chayas machen sich lauthals aus dem Staub. Sie sind gleich als Nächste dran. So, da kommen nämlich die ersten Schnute. Kommt mal her, kommt. Als Nächstes die Chaya. Runter, Schnecke, los. Macht mal hopp. Wo willst du denn hin? Kannst doch gar nicht fliegen. Nun los. Ihr kennt doch den Weg. Nun los. Meine Herren. Und die können rein theoretisch draußen bleiben im Sommer. Überhaupt kein Problem. Bloß wir haben hier ein Fuchsproblem. Sind in der Nähe von Tiergarten und der kommt hier über die Zäune rüber. Und das potenzielle Fuchsfutter. Ja, normalerweise nicht, aber die stellen sich manchmal ein bisschen doof an. Heißen ja auch Chayas oder auch Wehrvögel, können sie auch sehr gut wehren, weil sie am Flügel so einen langen Dorn haben. Aber irgendwie machen die das nicht und von daher müssen wir sie wegsperren. Leider, schade, aber wir könnten hier fast alle Tiere draußen lassen, auch die Maras. Aber dadurch, dass der Fuchs hier allgegenwärtig ist, ist das immer ein Problem, leider. So, die beiden sind drin. Rein mit euch. Los! Los, los, los!
Hey, rein mit dir, los, hopp. Los, umdrehen. Die Maras. Und los, hopp. Immer gut für eine Extra-Runde. Immer zwei Anläufe hier brauche. Los, rein mit dir, los, hopp, hopp. Keine Sperrenzchen bei Elena und ihrem Kind. Im Schlepptau ihr größter Fan, der sogenannte Schweinemara. Mal gucken, ob der Schweinemara auch reingeht, dann kann man da nämlich gleich zumachen. Ja, wunderbar, dann werde ich da mal zumachen. Dann werden wir den nämlich von innen lang sperren. Wenn du draußen hier alleine hast, dann sucht der ewig noch die Wasserschweine und dann rennt der dir hier kilometerweit, bis der reinkommt. Und so haben wir jetzt drinnen, machen wir die Tür zu und dann können wir innen drinnen im Haus den Gang lang sperren. Das klappt dann immer viel, viel besser. Das ist ja nämlich auch aus dem Weg. Rein theoretisch könnte er jetzt bei den Schweinen bleiben. Ja, wird auch dabei bleiben, dann passiert ihm wahrscheinlich nichts. Aber dann kommt er wahrscheinlich nie wieder. Ey, du bist doch ein Gauner. Ausgetrickst. Für diesen Gauner braucht Christian Möller Verstärkung. Vier Mann gegen einen Schweinemara. So. Ein spannender Wettkampf. Dann holen wir uns den mal darin. Schweinemara. Da oben ist er wieder. Lauf mal rum, ich bleib mal hier, dass er mir nicht abhauen kann. Nicht abhauen. Geh mal rein, der Dicker. Los. Los. Ja, und weg ist er. Wunderbar. Die roten Riesenkängurus dürfen die Sonne noch ein bisschen länger genießen. Ihre Stallzeit kommt erst kurz vor Feierabend. Raubtierfütterung. Ja, jetzt habe ich hier das Futter für das kleine Haus. Problem ist bei den Kleinen, ist, wenn wir den jetzt früh morgens gut zu fressen geben, dann sind sie irgendwie den ganzen Tag nicht beschäftigt, dann liegen sie irgendwo in der Ecke und pennen und schlafen. Und dann hat natürlich der Besucher überhaupt nichts davon. Deswegen füttern wir die eigentlich auch mehr so zum Nachmittag hin. Dann haben sie den ganzen Tag, sind sie aktiv, rennen rum, sind hier, müssen suchen und die Besucher können sie sehen. Und der Futterwagen ist jetzt fertig und da können wir jetzt theoretisch auch füttern gehen. Schmalstreifen-Mungo, Rostkatzenbaby und Sandkater warten schon. Ihr Menü ist schließlich ein Tageshighlight. Vor allem, wenn es Küchenchef Detlef Liebschwager persönlich serviert. Ja, da rennen sie schon. Die wissen genau, wann der Futterwagen hier angetanzt kommt und wann es was zu fressen gibt, weil die sehen einen ja. Und das kriegen die also mit. So, na gut. Gehen wir mal. Wiss. Jetzt sind wir bei unserem Sandkater hier. Olle Wiss, nee, mein Kinder. Ja, doch. Die erste Maus gibt es von Hand. Ja. Die anderen muss der Kater selbst einsammeln. 4, 5. So, the next one. Und das ist der Ringelschwanz-Mungo. Ein Raubtier aus Madagaskar. Na, mein Großer. Na, mein Großer. Ein Stück Fisch. Hast du mit deiner Pfote, sag mal? Nee, sieht gut aus. Quack, 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 quack. Keine Frösche, sondern die Erdmännchen. Und hungrig wie die Wölfe. Ja. Quack, 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 quack. Willst du keine Maus? Ich weiß, dass du keine Maus willst. Die einen sind stürmisch, die anderen warten lieber ab. Leute, Fischer. Was ist denn jetzt los? Schmeckt euch unser mein Futter nicht? Schmeckt euch das Futter nicht? Ah, ja. Besser für dich, weil ohne Zähne ist nicht so schön. Ja, Leber. Das ist Leber. Das ist Leber. Das ist Leber. Jo. Lass das Zeit.
Zuletzt sind die Tairas dran. Die Marder sind nicht ganz ungefährlich. Die spitzen Zähne schlagen sie nämlich nicht nur in das Abendessen. Du bist eine Liebe, die nur ab und zu mal beißt. Ha? Aber dein Mann ist ja ein Aas. Dein Mann ist ein Beißer. Der ist ein Beißer. Ja? Aber na, lieb ist er trotzdem. Lass es euch schmecken, ne? Und damit geht für Detlef Liebschwager dieser Tag zu Ende. So, meine Süßen, das war's. Ihr habt euer Futter und ein kleines Feierabend. Ne? Gut, gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis morgen. Fast Feierabend auch für so. Christian Möller. Jetzt noch die roten Riesen, Kängurus und dann Feierabend. Christian Möller schon aus der Entfernung. Die wissen schon, dass um die Zeit keiner mehr Fahrrad hier durch den Zoo fährt. Ja, Kollegen fahren ja auch, aber um die Zeit ich wirklich der Letzte bin. Und dann können sie schon denken, dass es dann nicht mehr lange dauert, bis dann irgendwann die Tür aufgeht. Mit auf der Anlage sind Mutter und Kind. Langsam wird der Beutel zu eng für den Nachwuchs. Das Kleine wird jetzt dadurch, dass es ja öfter schon draußen ist, so ein halbes, dreiviertel Jahr alt sein. Das ist so eine normale Zeit. Ja, mit 3 Monaten gucken sie erstmal aus dem Beutel. Mit 6 bis 9 Monaten hüpfen sie erstmal raus und bis zum Jahr sind sie dann aktiv, auch bei Muttern und trinken, sind dann aber schon sehr oft draußen. Zeit für die letzte Fütterung im Laufstall. Eine bewährte Methode, um die Tiere von der Anlage herunterzulocken. Wird ja gleich Gras geben auf dem Balkon. Gras mögen sie auch sehr gerne. Das ist auf der Anlage sehr, sehr kurz, haben sie schon alles abgenagt. Und auch nochmal ein Lockmittel, dass dann eben reinkommt. Meistens klappt es, 90%, aber bei so schönem Wetter wird es dann doch schon ein bisschen schwieriger, muss man auch Geduld haben und warten eben. So, probieren wir mal unser Glück. Alle aufstehen hier, los, kommt mal hoch. Das saftige Gras ist ein geeignetes Lockmittel. In freier Wildbahn ist es die Hauptnahrungsquelle der roten Riesenkängurus. Steht ihr alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alle da. So. Na los, kommt mal, kommt. Komm, Großer, komm. Der eine führt, die anderen folgen. Christian Möller kann sich jetzt auch auf den Nachhauseweg machen und den Feierabend genießen. Der Tag ist vorüber. Mutter und Kind genießen noch die letzten Sonnenstrahlen. Zeit für den Beutel. Gute Nacht, kleines Känguru. Morgens im Zoo Berlin. Im Streichelzoo beginnt der Tag lange bevor die Besucher kommen. Anke Korsenewskis erster Arbeitsweg führt jeden Morgen zu 2 Schützlingen, die ihr besonders ans Herz gewachsen sind. Wo ist sie denn, meine Kleine? Wo ist sie denn? Schnurzel. Werde ich immer sehr veräppelt von meinen Kollegen. Schnurzel und Purzel. Purzel sitzt unten.
Die hat mir damals der Züchter mal so geschenkt, damit sie nicht verfüttert werden. Ganz klein waren sie dann noch. Und da passe ich immer auf. Sie ist gerade Mama geworden. Wir hoffen, dass sie aufzieht. Wäre das erste Mal. Darf man jetzt natürlich nicht stören. Die sind hier drin. Da halte ich immer nur so ein bisschen die Hand hin, ob man merkt, dass es noch warm ist. Also gehe ich selber auch nicht ran. Ich mach mal wieder zu, sonst zieht's. Mutter futtert noch. Nichts gemerkt. Ja, nichts gemerkt. Widderkaninchen mit den seitlich herabhängenden Ohren sind zutraulicher als andere Kaninchen und eignen sich besonders gut für den Streichelzoo. Draußen schlagen die Gänse Alarm. Eselhengst Benny ist ausgebüxt. Warte, los! Wo wohnst du? Geh nach Hause. Los! Schnell! Esel Benny erfolgreich gefangen. So, ich hab's so vorhin schon eingesperrt. Die waren zufälligerweise so ja drinnen. So, also erstmal ans Halfter legen, ne? Was wir das hinkriegen? Die Grisella und die Rosa. Los. Chef Mario Barabas bereitet mit den beiden Azubis die nächste Aktion des Tages vor. Den Eselinnen Rosa und Grisella sollen Halfter angelegt werden. Haben wir doch alle die Üben mit dem Halfter. Was müssen wir jetzt erstmal an? Festmachen. Ist sehr kurz, das Halfter. Gerade bei solchen Hauruck-Aktionen, da lernt man eigentlich am meisten. Das meiste, was man theoretisch hier anliest, das ist irgendwo Theorie, aber wie macht man das in der Praxis? So, und jetzt die Rosa. Nee, Freunde, komm mal. So, also ran. Das Halfter ist angelegt. Nun muss nur noch der Umzug ins neue Gehege klappen. Im Tierpark Berlin beginnt der Tag. Guten Morgen. Beim Nachwuchs der Langohrziegen gibt es ein Problem. So, wo ist die Mama? Die beiden 10 Tage alten Zwillinge Matze und Mila werden zur Mutter ins Außengehege getragen. Na toll. Komm mal her, komm. Komm her, komm her, komm her. Jana Simon setzt die beiden Jungtiere an die Zitzen der unwilligen Ziegenmutter Marlene. So, ran an die Milchbar. Die Mama steht nicht vernünftig und deswegen können die auch nicht alleine trinken. Die läuft dann immer weg. Mittags kriegen die noch eine Flasche, weil die Milch eh nicht reicht. Da werden die zweimal am Tag angesetzt, früh und abends. Die ist immer ein bisschen ungeduldig und fängt dann an zu beißen. Die sind jetzt 1,5 Wochen. Hier bin. Langohrziegen kommen aus Indien und werden dort als Haustiere gehalten. Ihre Ohren werden bis zu 20 cm lang. Damit können die Ziegen Ungeziefer vertreiben. Beim Trinken stören sie aber. Ein bisschen Zwang muss sein. Steh. Hier nichts stänkern, aber ab. Die stänkert immer gern. Jung und unerzogen. Bei Zwillingsgeburten besteht häufig die Gefahr, dass sich die Mütter nicht richtig um ihren Nachwuchs kümmern. Wir warten immer einen Tag und dann kriegen sie Namen. Also das sind Matze und Mila. Wir machen das auch immer so, wenn die Mutter mit M anfängt, dann fangen auch die Kinder mit M an, damit für uns das so eine Brücke ist. So, satt. Das war's. Hier kann man den dicken Bauch sehen. Schön satt. Dann bis mittags. Denn beim nächsten Mal gibt es die Flasche. Hatten. Ah, so schön. So schön.
der Umzug der beiden Zwergeseldamen Rosa und Grisela beginnt. Tja, diese Meter sind die einfachsten auf der Anlage. Aber jetzt passiert's. Geht doch. Rusch. Ja, ja. Die Rosa. Hopp, hopp. Fein. Na Mann. Duft ja wie eine Rolex. Die wurde bei uns in einer Wärterbude fast großgezogen. Ja? Und deshalb hat sie uns auch immer gut gefolgt, wenn wir mit ihr gelaufen sind. Die kennt uns. Ja? Und die mag das auch, wenn sie mit uns Kontakt hat. Und die läuft auch gerne im Kamelhaus rum. Und deshalb ist es jetzt schon sehr schön, dass er so gut mitarbeitet hier. Ha, Grise? Hast du fein gemacht bis jetzt. Auf zur letzten Etappe. So, weiter. Weiter schieben. Geht doch. Alles halb so wild, genau. Hengst Benny wird unruhig, als er die Stuten riecht. Er ist ein ganz liebes Tier. Sieht er aber eine Stute, und die Stute sieht ihn gerade, dann dreht er durch. So ist das bei Männern. Auch bei Eselmann Benny. Geht doch. Denk an den Gulli. Ja, ja. Soll ich aufschießen? Ja, wir gehen dadurch natürlich. Wir haben Angst vor Gullideckel. Jetzt sollen schon so viele Esel durch Gullideckel gefallen sein, man glaubt es nicht. Natürlich totaler Quatsch. Warum, weshalb, wir wissen es nicht. Weil es wahrscheinlich rund ist und ein bisschen komisch aussieht. Die Damen, wenn sie mal gerne möchten, Grise, Rosa, kommt mal, Kinder. Geht doch. Die waren ja schon mal auf der Anlage, kennen sie ja alles. Die wissen genau Bescheid. Die Eselanlage, auf die Grisela und Rosa gebracht werden, so, befindet sich gegenüber dem Vogelhaus und war wegen Bauarbeiten geschlossen. Heute können wir uns, glaube ich, erst mal bis zum Nachmittag verkneifen, weil die haben was Schöneres gefunden. Würde ich auch machen. Ich würde lieber ein schönes Steak vom Grill essen, als so ein olle Dosenfutter. Das sieht doch viel besser aus. Scheint sich ja wohl zu fühlen. Gut. Somit hatten die Bauarbeiten auch ihr Gutes. Viel saftiges Gras. Der Umzug also gelungen. Ivo und die Gorilladamen warten geduldig draußen. Drinnen, im Menschenaffenhaus, wird nämlich eine Überraschung für sie vorbereitet. Kulinarische Ablenkung gegen Langeweile. Ja, also überall so ein bisschen. Auch oben, dass sie sich aus dem Weg gehen können. Denn diese Pellets, die sind beliebt, da streiten sich ganz gern drum. Ja, hier haben wir so ein Stück Edelstahl noch übrig aus dem alten Käfig. Es wurde ganz viel Edelstahl zurückgebaut, weil es nicht mehr so zeitgemäß ist. Aber hier haben wir uns gedacht, weil das hohl ist, nutzen wir das zur Beschäftigung. Haben uns hier, unsere Schlosser haben ganz schön gestöhnt, weil es nicht so einfach ist, hier die Löcher reinzukriegen. Und hier füllen wir jetzt dann auch mal ein paar Pellets rein. Und was sind das für Pellets? Für blätterfressende Affen. Und Gorillas nehmen ja auch viel Blätter zu sich, deshalb sind die auch super für die. Machen nicht fett und sind gut zur Beschäftigung. Wichtig ist immer am Ende, hat dir bestimmt Julian schon gesagt, darauf achten, dass kein Werkzeug mehr drin ist. Ganz wichtig, bekommt man nicht wieder und wenn, dann nur kaputt. Okay. Die Gorillas zurück in ihr Gehege. Sie fressen zuerst die Pellets, an die sie am leichtesten herankommen. Oben Kralki und die Auszubildende sind gespannt, ob ihre Überraschung funktioniert. Und Jambala, obwohl wir die kleinste und jüngste ist,
setzt sich da immer ganz gut durch gegen die anderen. Also die scheucht die dann echt von den Pellets weg. In freier Wildbahn ernähren sich Gorillas hauptsächlich von Blättern. Je nach Jahreszeit nehmen sie auch Früchte zu sich. Aufgrund ihrer Körpergröße und der wenig gehaltvollen Nahrung müssen Gorillas die meiste Zeit fressend verbringen. Siehst du, dauert eine Weile und das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Deshalb auch die Holzwolle. Aber es soll einem auch noch so ein bisschen optisch immer das Sterile, den sterilen Boden so ein bisschen kaschieren und dann auch dafür sorgen, dass sie das Futter da drin suchen müssen. Langsam alle Pellets weg sein im Käfig. Könnt ihr langsam mal loslegen? Mal sehen, ob die Gorillas es schaffen, die Pellets auch aus der Stange zu fummeln. Ameisenbären Danita soll demnächst den Zoo Berlin verlassen. Heute steht der Abschiedsbesuch ihres Reviertierpflegers Thomas Messinger an. Oh. Jo, hier haben wir unsere Danita. Ja. Unser Ameisenbärchen, was kein Bärchen mehr ist. Das ist schon ein Bär geworden. Ja. Mächtig groß geworden. Auf alle Fälle. Jo. Und hier sieht es jetzt so aus, sie wird uns verlassen. Mhm. Wo geht die hin? Ja, das Zuchtbuch sagt, sie soll nach Athen. Ah, ja. Die bekommt einen Mann, einen Ameisenbärmann aus England. Mhm. Und dann schön. Gehen die beiden nach Athen. Alles gut. Wenn wir jetzt hier reinkommen, heißt das aber nicht, dass du spazieren gehen sollst. Die Geburt und Aufzucht von Ameisenbären ist eine Erfolgsgeschichte im Berliner Zoo. Danita ist das 9. Ameisenbär-Baby. Jetzt willst du loslegen, ja? Und eine schöne ist es hier. Mama hast du überholt, Papa hast du überholt. Wo willst du da hinwachsen? Ja. Du. Ja, wie groß willst du da werden? Ja. Letzte Kurseinheiten mit dem Berliner Pfleger. Da war so ja schon eine Pflegerin aus Athen da. Und hat mal geguckt, die war natürlich ganz neugierig und wollte mal gucken, was das überhaupt so für Tiere sind, weil die haben gar keine Erfahrung. Ach so, okay. Ja, also da gibt es noch keinen Ameisenbären. Das sind da praktisch blutige Anfänger. Dann hat sich das Rezept, also für das Futter hat sie sich dann mitgenommen und dann musste da alles organisiert sein, dass die dann das alles besorgen. Vielleicht ist das in Griechenland ein bisschen schwieriger zu bekommen. Der Termin ihrer Abreise nach Griechenland steht eigentlich schon fest. Eigentlich. Es gibt da so ein paar Problemchen, so die ganzen Papiere, bis das alles besorgt ist, nicht? Weil die geht ja da durch mehrere Länder. Und das hat sich halt alles so ein bisschen hingezogen. Die Transportkosten, die muss ja auch irgendwer übernehmen. Das muss ja erstmal alles nochmal geklärt werden. Du? Ja, aber nur gibt es ein Datum und nun für Tiertransporte. Ist durchaus möglich. Ich weiß ja bis heute nicht, ob sie jetzt nur per Auto dahin fährt. Da ist man eine Weile unterwegs. Ja. Oder ob sie mit dem Flieger denn dahin geht. Also von Berlin aus nach Athen gibt es wohl kein Flugzeug, was so ein lebendes Tier mitnimmt. Ja, okay. Da fliegen zwar etliche hin, aber die nehmen halt keine Ameisenbären mit. Danita steckt den Rüssel schon mal ins Freie. Im Affenhaus knabbern die Gorilla-Mädels die Rinder an den Stöcken ab. Auch Silberrücken Ivo genießt zuerst die Rinde. Kein Problem für seine Zähne. 32 hat der Gorilla. Die Schneidezähne sind relativ klein, die Eckzähne groß, hauerartig und beim Männchen deutlich größer als beim Weibchen. Thank you.
Uwe auch ganz gern, dass er den so durchzieht. Wenn er kaut, hier oben die ganze Muskelpartie wackelt. Ja. Ne? Ja. Ja, sieht man, stimmt. Ja. Setzt alles da oben an, die kräftige Muskulatur. Als Einziger hat Ivo die Pellets in der Stange nicht vergessen. Filigran, mit eigener Technik, kommt Gorillamann Ivo an die Pellets. Der guckt ja da sogar rein, ne? Ja. Muss natürlich alles in die Richtung der Öffnung, ne? Und das ist schon ein ganz schön langes Stück. Und dann nutzt er auch die Löcher zum Reingucken. Da ist so ein bisschen Licht drin. Wahnsinn. Da kann der locker eine halbe Stunde sitzen, da in aller Seelenruhe, bis zum letzten Pellet da. Und da bin ich mal gespannt, wie viel davon morgen übrig ist. Ey. Im Aquarium gibt es einen Neuzugang. Christian Heller geht ins Dunkle. Nur hier fühlen sich die Seeratten wohl. Das sind Fische, die man auch Chimären, Seedrachen oder Geisterhaie nennt. Sie gehören zur Familie der Knorpelfische. Es gibt ja nur drei voneinander getrennte Gattungen, sagen wir mal, an Knorpelfischen. Dazu gehören die Rochen, die eine, die Haie, die andere. Und eine Fischart, die im Grunde genommen sehr selten in Aquarien gezeigt wird, sind die Chimären oder Seeratten. Und wir waren nur in der glücklichen Lage, diese Fische zu bekommen. Und haben ein spezielles Becken für die hier kreiert und mussten also uns erstmal auch mit diesen Tieren auseinandersetzen, was für Beleuchtung brauchen die, wie empfindlich sind die, weil da gibt es relativ wenig Grundlage. Die spitz zulaufende Kopfform des wenig bekannten Tiefseefisches erinnert an eine Ratte. Die Chimären, die kommen aus dem Pazifik. Sind über Kanada hierher gekommen. Die kommen normalerweise in Tiefen von 40 bis 900 Metern vor, in sehr kaltem Wasser. Das heißt also, man sagt so um die 9 Grad so Wohlfühltemperatur. Wir haben hier um die 10 bis 13 Grad in dem Becken drin. Macht doch immer sehr viel Spaß, wenn man mal selber ins Becken reinsteigen muss. Das ist also, es kneift ganz ordentlich an der Haut. Den im Dunkel leuchtenden Chimären geht es gut im Aquarium. Das zeigt die regelmäßige Eierproduktion. Alle 14 Tage. Die Eikapseln der seltenen Fische sammelt Christian Heller ein. Danach müssen sie markiert werden, damit die Pfleger einen Anhaltspunkt für den Schlupftermin haben. Ganz langen Atem und beobachten die Sache jetzt. Wir können es natürlich relativ schlecht beurteilen, wie weit sich da was drin entwickelt, weil wir die natürlich nicht irgendwie durchleuchten wollen. Also bei unbefruchteten Eiern bekommt man es halt auch mit, weil der Dotter irgendwann anfängt zu gammeln und das merkt man den Eiern dann auch an, dass die dann halt anfangen zu zerfallen oder es tritt der vergammelnde Dotter aus. Die müssen wir natürlich sofort aussortieren, weil das eine Infektionsgefahr für die anderen. So, jetzt haben wir im Grunde genommen die beiden Eier hier markiert und können die zu den anderen überführen. Auch hier in dem Fall wieder alles extra abgedunkelt. Ich kann ja mal mit der Hand die momentan schon vorhandenen markierten Eier mal hochholen. Wir haben hier also schon einige. Im Grunde genommen ist es schon bemerkenswert, was ein so ein Tier für eine Biomasse auch produziert. Also man merkt auch, die frisst ganz gut, also sowohl regelmäßig als auch recht viel. Sie muss ja halt irgendwie auch das Material für diese Eier zur Verfügung stellen und ist für so ein Tier eigentlich auch schon eine ganz ordentliche Leistung, so eine großen Eier zu produzieren. Und das geht alle 14 Tage im Schnitt so. So, und die setzen wir jetzt hier auch rein. Und machen das sofort wieder dunkel. Also wir haben hier extra uns dann halt eine Abdeckung machen lassen, damit hier auch, wenn überhaupt, nur Streulicht reinfällt, aber halt keine volle Beleuchtung stattfindet. Brauchen die auch nicht. Gut, jetzt heißt es wieder 9 Monate warten.
9 Monate? Wohl ein Versprecher. Denn bis zum Schlupf können bis zu 12 Monate vergehen. Die Kiste steht ja auch schon hier. Wenn Stochameisenbären Danita Griechen wird, muss sie üben, in die Transportkiste zu gehen. Eine Avocado soll das Üben erleichtern. Oh, das Lieblingsessen. Ja. Gib ihr nicht zu viel, wir wollen da noch ein bisschen üben. Ja, ich weiß, ab in die Kiste. Die muss lernen, wie man in die Kiste geht. Jetzt willst du wissen, was es gibt, wa? Oh, jetzt riecht hier alles so lecker. Oh, und die hat es auch so lecker. Oh. Ist das schön. Avocado ist doch ein Leckerli für die. Und schön fett. Schön fett. Schön fett. Und das hat auch den Vorteil, dass sie das so gerne fressen, wenn man mal eine Wurmkur oder so was machen muss. Mit Avocado klappt das immer. Süße. Kriegst du gleich, Süße. Kriegst du gleich. Musst du nur in die Kiste reingehen. Den kriegst du. So, nun hast du schon mal richtig scharf gemacht, ja? Ja. Na gut. Ja, dann schleppen wir das gute Stück da mal rein. Obwohl es der Name nahelegt, ist der Ameisenbär nicht näher mit Bären verwandt. Ameisen sind jedoch seine Leibspeise. Sind keine Ameisen zur Stelle, tut es auch Avocado. Ja. Bisschen schwierig. Ja, so ist okay. Das geht. So ist schön. So, und dann packen wir jetzt dieses gute Stück mal irgendwie hier so rein. Denk mal hier so. Sie wartet schon. Ja? Ja. Hat die richtet? Ja. Ameisenbären haben eine ganz tolle Nase. Schwer, ne? Komm mal, komm, brauchst keine Angst haben. Trau dich. So, weiter machen wir nicht auf. Na, trau dich mal. Du möchtest es doch. Hm? Aber gut ist, man kann ja durchgucken. Ja. Das ist keine geschlossene Kiste. Also. Ja, was ist denn nun? Ich glaube, sie ignoriert das jetzt. Dann musst du dich davor setzen. Nein, sie ist aber noch da. Sie traut der ganzen Sache nicht. Hey, will die sich auch dran? Das ist ja schließlich das erste Mal, da darfst du ruhig ein bisschen misstrauisch sein. Ja. Man kann eigentlich nur warten. Ich habe mir das zwar jetzt auch ein bisschen anders vorgestellt, aber... Schneckchen! Sie traut der ganzen Sache nicht. Wenn wir jetzt den Außenschieber aufmachen, da ist es hinten so ein bisschen heller. Dass sie denn vielleicht durchläuft. Weil die geht ja auch gerne auf die Anlage draußen. Soll ich es probieren? Ja. Mal sehen, ob der Trick hilft und Danita in die Kiste gehen wird. Mittagszeit. Auch für die Langohrziegen. Jana Simon wird schon aufgeregt von den Zwillingen Mila und Matze erwartet. Na? Hunger? Komm her. Nee, nicht rufsetzen. Hallo. Komm her. Komm. Komm, komm. Trinkt als Erste aus der Flasche. Dann machen wir sie nacheinander. Ich finde die einfach nett. Weil es sind auch Tiere, wo man mal ran kann. An die Großen kommt man ja nicht so ran. Das ist eine Gruppe, wo man sich wirklich mal hinsetzen kann und mit denen ein bisschen rumspielen. Das ist das Böckchen hier.
Der ist auch ein bisschen größer als das Mädchen. Reicht. Jetzt du noch mal. Jetzt ist Matze dran. Trinken. Ja, die wissen ja, dass wir das Böse tun und die nicht wegnehmen oder so. Eigentlich kennen die Mütter das ja selber. Die wurden ja auch meistens zugefüttert. Das schmeckt. Das war's. Was macht Madame? Danita. Feines Mädchen, ja, komm mal weiter. Ja, komm mal weiter. Oh. Jetzt klettert sie gleich um drauf. Schön machst du. Sie möchte mit dir kuscheln. Nein, soll sie hier unten machen. Komm weiter. Übung Teil 2. Aber Danita will nicht in die Kiste. Das ist hier ja nichts. Das ist hier nichts. Hm? Komm doch mal. Ja, komm mal hier. Ja, fein und weiter. Ja, komm mal. Ja, da sind unsere Okapis aber schlauer. Ja, die gehen sogar auf die Waage. Das macht sie nicht. Oh ja, jetzt aber. Jetzt. Oh, riecht das gut. Haha. Nö. Da liegt hier so schön die Avocado. Hm? Sie ist langsam auf dem Weg. Ja. Das ist die falsche Seite. Das ist völlig falsch. Ach, Schnecke, was machst du denn? Ja. Vielleicht soll ich das T-Shirt in die Kiste drin schmeißen. Auch eine Möglichkeit. Dann haben wir auch noch was zu sehen. Ja, ja, so weit kommt es noch. Ja. Nein, nicht nach oben. Nein, nicht nach oben, bitte. Nicht nach oben. Geh einfach weg. Dann steigst du oben hoch, ist auch schön. Nee, die klettert nicht oben rauf. Danita, komm mal her. Hm? Hallo, hier unten. Ich bin hier unten. Ja, komm mal her. Oh. Das muss er auch jetzt riechen. Ja, komm. Biggi Brehm und Thomas Messinger müssen vorsichtig sein. Das war die Schraube. Danitas scharfe, sichelartige Krallen öffnen nicht nur Termitenhügel, hallo, sondern sie können auch zu schweren Verletzungen führen. Hier. Ja, guck mal, das riecht gut. Ich pack das jetzt mal hier hin. Hm? Ja. Und nach lecker Avocado riecht sie übrigens auch. Na siehst du, bist du schon auf dem Weg. Na hallo. Ach, guck mal eine an. Jetzt ist die Avocado also doch interessant. So, jetzt nehmen wir dir das nochmal weg. Das brauchst du ja nicht mehr. Hm? So, also halb steht sie schon mal drin. Ja, dann müsst ihr halt nur die Avocado ein bisschen mehr nach hinten ziehen. Ja. So, jetzt kommt die Avocado weiter nach hinten, hat die Biggie gesagt. So, komm, ach, loslassen. Hier, guck. Du darfst es ja beim Hund aber nicht machen. Zum Glück kannst du nicht beißen. Hm? So. Na komm. Also, ich war noch nie da gesessen, so Aug in Aug. Ja, das Ameisenbären ist schon anderes, ne? Komisch. Mhm. Hm? Und sie ist ja nicht gerade klein. 60 Kilo. Oh Gott, ist das ein dickes Ding. Sie macht ihrem Namen alle Ehre. Großer Ameisenbär. Ja, allerdings. Mhm. Na, sehr schön, endlich. Handtuch und Avocado haben Danita dem Griechenland-Transport einen Schritt näher gebracht. Zurück im Streichelzoo. Nächste Station, die Hinterwälder Rinder. So, ihr kommt nicht mit leeren Händen, Werner. Dann kommt mal mit nach vorne. Kommt mal alle mit. Kommt mal. Wanda, Werner, Walli, Morki, kommt. Kommt mal mit.
gibt was Feines. Mario Barabas bringt ihnen gesagt. Die kiloschwere Hauptmahlzeit. Los als Erster, okay? Das Servieren, ein Knochenjob. Morgi, Iwali, artig sein. Komm, hier mal weg, komm mal zur Seite. Gehen nach hinten erstmal durch, ja? Werner, komm. Werner von Braun. Werner von Braun, kommt mal alle mit. Kommt mal mit. Kommt mal mit. Die aus dem Südschwarzwald stammenden Rinder haben lustige Namen. Werner, Wanda, Walli, Winnie. Und das Kälbchen heißt Morki. So, jetzt heißt es schnell was runterschmeißen, damit sie sich nicht auf so eine kleine Stelle konzentrieren müssen mit den drei Riesenköpfen. Und schon, ich kann es nachvollziehen, sind sie zufrieden. Weil die können knautschen. Nichts ist schlimmer als Hunger. Und wenn man noch den Steak vor sich sieht, auf dem Teller, man darf da nicht anfassen, ist es doch Käse. Trotz guter Eigenschaften ist diese Rasse vom Aussterben bedroht. 1992 wurde das Hinterwälder Rind zur gefährdeten Nutztierrasse des Jahres erklärt. Und der Werner ist, ja, der ist jetzt 13 Jahre alt, der Bulle. Eigentlich schon ein bisschen über den Zenit rüber, aber er macht einen guten Eindruck. Ist umgänglich und fleißig. Also die Kühe sind eigentlich immer tragend. Kaum ist das Kälbchen geboren, kaum sind sie wieder zusammen, ist es spätestens nach einem Monat schon wieder tragend. Die Wanda, die in der Mitte steht, die wird immer ganz schön von ihren Kälbchen ausgesaugt. Und neigt denn dazu, wirklich abzufallen. Wie so ein bisschen etwas zu dünn. Wird sich dann wieder geben, wenn der Kalb nicht mehr trinkt. Die Walli hier vorne, die hat diese Probleme nicht so. Das ist für mich als Tierpfleger wichtig, das zu sehen. Aber vollkommen unwichtig, ob sie, wie viel Knochen sie hat oder wie viele Zähne sie hat. Sondern ich muss sehen, wie ihr Gesundheitszustand rein optisch ist. Wie ich das beurteilen kann. Und das ist nur meine Aufgabe und Arbeit, so etwas festzustellen. Wenn sie was zu knautschen haben, sind sie ruhig. Aber wehe, die haben Hunger. Und kriegen nicht, dann sind sie grantig. Und das ist auch kein Arbeiten. Also bevor man hier sauber macht, erstmal was zu fressen hinschmeißen. Wo? Die Wander. Da, wo sie stehen und gehen, lassen sie was fallen. Das ist vollkommen egal. Wir haben leider keine festen Stellen. Wie gut, dass es jemanden gibt, der täglich alles wegräumt. Im Zoo-Aquarium ist auch das Insektarium. Tierpfleger Heimo Sonntag geht heute mit dem Kescher auf die Jagd. Er will einen ganz besonders schönen Falter fangen. Den Bananenfalter, auch Eulenfalter genannt. Wegen der Zeichnung auf seinen Flügeln. Der ist auch schon ein bisschen angefranst. Wenn man sich den Eulenfalter genau anschaut, hat er hinten so einen Augenfleck. Und in der Mitte ist da so ein kleiner Kranz. Und die Biologen sind der Meinung, dass das die Imitation eines Eulenauges sein könnte. Das heißt, das ist ja seine Ruheposition. So wie er jetzt da sitzen würde mit gefalteten Flügeln, dann kann man also davon ausgehen, dass das vielleicht eine Eule imitieren sollte, damit Fressfeinde von ihm Abstand nehmen. Hat auf beiden Seiten sowas. Und wenn wir jetzt versuchen, vorsichtig wieder an die Futterpflanze ranzusetzen. Mal sehen, ob er gerade was fressen möchte. Ja, er scheint Hunger zu haben. Jetzt sieht man, wie er mit seinem Saugrüssel in die Orange reingeht. Der Hauptname Bananenfalter verrät schon einiges über die Fressgewohnheiten der Falter. Für die Bananenfalter gibt es natürlich Banane auch als Nahrung. Die nehmen aber auch alles andere. Orange. Und am allerbesten finden sie natürlich richtig schön matschigen Apfel, der so leicht angegoren ist. Das finde ich ganz besonders toll.
Ansonsten sind die Bananenfalter eine der größten, die wir hier halten, auch regelmäßig nachziehen. In allen Stadien haben wir die hier meistens für die Besucher zu sehen. Wir haben die als Eier, als Raupen, als Falter. Anhand der Pflanze kann man sehen, dass die Bananenfalter sowohl die Ober- oder Unterseite nutzen zur Eiablage. Von den gelegten Eiern werden höchstens 10% schlüpfen. Stellt man sich mal vor, wenn jetzt hier 500 Raupen rumkriechen würden, die würden ja binnen weniger Minuten die ganze Pflanze wegfressen. Besonders nachts kann man die Tiere dann halt fressen sehen. Tagsüber verstecken die Tiere sich. Die bilden dann so eine kleine Schlafkolonie, indem sie sich an den Blattrippen aufhalten und warten, bis es dunkel ist, und dann fangen sie halt an zu fressen. Bananenfalter sind nacht- und dämmerungsaktiv. Die Raupe ist jetzt etwa 4 Wochen alt. Die wird sich also in der nächsten Woche umfärben. Die wird braun werden und etwa die Länge erreichen, bevor sie sich dann verpuppt. Die wird etwa so dick wie mein Daumen. Und dann wird die noch ein bisschen weicher und fluffiger werden. Die hat jetzt schon ganz leichte Haare. Aber die Behaarung, die sieht man dann nachher richtig. Das sind also auch keine Brennhaare, die ist ganz weich. Und was die Raupe jetzt gerade macht, sie spinnt sich einen Faden, an dem sie sich dann festhalten kann. Die hat ihre Spinndrüsen im Mund. Also sie hat ja 1/2 Zentimeter hinter dem Kopf, auf der Bauchseite hat sie ja ihre Füße. Und da hält sie sich dann an der frisch gesponnenen Seide fest. Na, der Kopf schaut aus wie ein Drache. Wenn man sich die Hörner anguckt, die nach hinten gebogenen 4 Hörner, das ist ein schöner Drachenkopf. Vom Ei bis zum fertigen Bananenfalter durchläuft der Schmetterling einige Stadien. Wenn die Raupen genug gefressen haben, sagen wir mal, ich schätze mal, einen Monat wird das bei uns ungefähr dauern, dann verpuppen die Raupen sich. Wir haben hier mal einen Kokon von hinter den Kulissen mit nach vorne gebracht, dass die Besucher auch mal sehen können, wie so eine Puppe aussieht. Die müsste also in den nächsten Tagen schlüpfen. Und bald wird aus dieser Puppe ein Schmetterling. Schön und zart. Auf der Dromedaranlage. Heute steht die Klauenpflege für die Stuten an. Hi, ihr Süßen. Ja. Hallo, Osira. Hallo, hi, ihr Süßen. Hallo, Osira. Ja, welche Klaue ist es denn? Linke Vorderbein. So, jetzt lasst uns mal bitte gucken, Mädels. Mal Fuß. Eine Maus. Hier, guck mal, die Innen, die ist viel länger als die Außen. Ja. Müssen wir die korrigieren oder lassen wir sie sich selber ablaufen? Wir können ja mal ein bisschen dran rum. Das ist jetzt nicht so das Problem. Lass sie mal runter, ich muss dann selber ran. Geh doch mal weg. Kannst du mal hier. Violet, komm mal zurück. Komm, sei nicht so neugierig. Die will jetzt auch. Guck mal, ich habe eine super schicke Gartenschere. Feine, Hetti, fein machst du das, Mausi. Ja, ist ganz schön was dran. Macht die andere Klaue gleich beißen. Mit. Das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit hier von Tieren und Pflegern. Nee, ich beiß dir noch deine Zunge ab, Mensch. Schneid dir deine Zunge ab. Wie weit nimmst du die runter, bis sie einigermaßen eben ist mit dem anderen? Ja, mit der Sohle. Das reicht aber. Möchtest du auch mal, Violet? Wollen wir bei dir auch mal Klauenpflege machen? Komm mal hier. Violet, bleib mal stehen. Fuß? Ja, na sehr schön. Der Fuß war schon oben, bevor ich irgendwas hier sage. Ja, Violet hat auch ganz schön Zehen. Ja, der andere ist auch so. Bei Hattie war es eben so offensichtlich, weil der so lang war. Ja, der eben. Aber wir haben das echt lange nicht gemacht. Die sind dann auch ein bisschen zappelig, also. Ja, du wolltest auch, ne? Na klar, du wolltest jetzt feine auch Maus, feine Maus. Super. Nimmst du den anderen auch noch? Vorne? Ja, der andere, der ist auch noch so lang. Mal schon andere mal bei, Seite? Wenn wir schon mal bei sind. Fuß, Fuß. Ja, die macht das ja super. Jetzt ist bleib aber auch stehen. Nee, aber hier ist Sohle drunter. Hier mag ich nichts.
Da ist der Nagel genauso lang wie die Sohle. Siehst du das? Ja, nee, da kann man ja dann umstrecken. Nee. Oh, man ja dann Uni. Nee, das ist in Ordnung. Hör so, auf. Bist du jetzt glücklich? Ist aber richtig zickig heute. Und Hetti beißt zurück. Das sind die Kindergeplänkel, ne? Oh, die kriegt sich nicht wieder ein. Ah. Da muss man echt aufpassen, dass man da nicht dazwischen kommt. Ja, zieht mal ab, rennt mal los. Die Bananenfalter sind jetzt heute Nacht geschlüpft. Die sind also jetzt im Laufe der ersten Stunden fest geworden und können schon fliegen. Und bevor wir da jetzt neue Puppen ransetzen an die Wände, werden wir die jetzt in die Krokodilhalle entlassen. Da steht auch eine riesige große Bananenpflanze. Das sind hier die alten Häute. Die sind also völlig leer. Da schlüpfen jetzt im günstigsten Fall perfekt raus. Keine Fehlhäutung. Die können also alle wunderbar fliegen. Jetzt werden die frisch geschlüpften Falter in die Freiflughalle gebracht. Ja, mal schauen, ob die gleich was fressen wollen. Die sehen alle aus, als würden wir jetzt ein bisschen was vertragen. Ja. Erste vorsichtige Fressversuche. Die Plastikblumen dienen als Futterständer und sind mit einer süßen Nährlösung gefüllt. Da kommt man halt schon so ein bisschen auf die Idee, es könnte eine Eule sein. Leben beginnt von Neuem. Die alten Schmetterlinge sind raus. Und jetzt haben wir hier unsere neue Lieferung aus England bekommen. Und wenn wir mal reinschauen, ob sie die unterwegs gut behandelt haben. Manchmal macht der Zoll die auch auf, weil er denkt, da sind komische Sachen drin. Die kommen ja aus England. Da muss man ab und zu mal schauen. Nee, diesmal ist nicht geöffnet worden. So, hier ist der Deckel. Die Puppen selber atmen ja ganz geringfügig nur. Und hier ist also richtig viel Luft noch drin. Muss man sich so langsam vorarbeiten. Aha, da sind sie schon. Die sehen noch ganz gut aus, die zappeln noch ein bisschen. Wenn du die anstupst, dann sieht man, wie die ihr Schwänzchen ein bisschen bewegen. In der dritten Lage haben wir unsere Bananenfalter. Der fängt noch ein bisschen an zu wackeln. Das heißt, da ist noch Leben drin. Man muss jetzt beim Aufpieksen der Tiere aufpassen, dass man die Puppen selber nicht verletzt. Die platzen an der einen Naht hier auf und da schlüpft dann der Schmetterling raus, wenn er sich fertig umgewandelt hat. Und damit man da kein Gewebe trifft, piekt man meistens hier oben durch den kleinen Schniebel. Das ist so ein Anhängsel, Blattanhängsel, wo sich der Falter mal an Blättern oder Stängeln festgeklebt hat. Nach 3 bis 4 Tagen zwängt sich der Falter nach draußen. Und dann beginnt der wunderbare Kreislauf der Schmetterlinge von vorn. Ja, der ist auch länger, der andere. Nächster Pediküre-Termin. Die mögen das auch, dass man an denen rumkrabbelt. Das machen die hier relativ freiwillig mit den Füßen hoch. Das ist wie Haare schneiden oder Fingernägel schneiden bei uns. Das ist nichts weiter. Es ist bloß, wir haben weichen Boden, Sand und Wiese. Und da nutzen die sich teilweise eben nicht richtig ab. Und dann helfen wir halt ein bisschen nach.
machen sie hübsch. Nur Violett. Dromedare haben zwei Zehen mit Polster. Keine Hufe. Osira, wollen wir bei dir auch mal Füße gucken? Hm? Der sieht auch ganz schön lang aus. Komm, Violett, ja, rutsch mal. Komm her, Violett, kommst du mit? Komm, komm, wir spielen hier und die Annette kann da gucken. Komm. So. Osira, Fuß, Fuß. Boah, du bist ein schweres Tier. Ich hab hier eine Mütze. Oh ja, da lohnt sich das mal zu schneiden. Ja. Osira, die älteste Dromedarstute, erhält ihre Pediküre zuletzt. Super, das nächste Mal macht das Angelika, dann mache ich das nicht mehr. Hähnchen zeigen, ne? Und jetzt sich die aber schön abgeknabbert. Wenn die so den Mund aufmacht, dann sage ich immer auf dazu, dass sie lernt, auf mein Kommando auch den Mund aufzumachen. Du bist im Moment ein bisschen übermütig, hä? Ja, aber das ist eine schöne Zeit, wenn sie dann so spielen wollen und so weiter, lernen, sind sie am auf, guck mal. Auf, feine Maus. Bei den Tieren ist das Coole ja, die haben diese ständig nachwachsenden Schneidezähne. Deswegen haben wir ja so viele Äste auf der Anlage. Die nutzen sich die Zähne selber ab. Die wachsen dann nach, sodass man da auch keinen Zahnarzt braucht, es sei denn, sie sind zu lang. Aber du beißt mir jetzt nicht meinen Daumen ab. Die hält mir wirklich meinen Daumen jetzt in ihrer Gusche fest. Na, wer kommt da wieder an? Hallo. Na du, ja, das war klar. Du musst kosten. Also die Zähne... Jetzt sieht man hier, wie sich das abgerieben hat von den Ästen. Ne? Fein machst du das. Fein, Ruby. Du bist eine tolle. Ich finde dich so toll. Der Zoo Berlin hat eine neue Attraktion. Das eben erbaute Vogelhaus. Es ist das modernste in ganz Europa. Jörg Ulbricht radelt zum neuen Arbeitsort. Er ist der frischgebackene Chef der riesigen Anlage, die gleich drei begehbare Freiflughallen hat. So, das ist hier also unser schöner, neuer, großer Afrika-Freiflugraum. Wunderschön hoch, in der höchsten Ausdehnung bis zu 11 Metern. Und obwohl die Vögel erst kurze Zeit hier sind, haben sich die meisten eigentlich schon ganz gut eingewöhnt. Die weißbraunen Kuckuck, die suchen zwar immer noch einen Weg nach draußen, aber das ist auch ihre Art. Die wollen immer möglichst den Rand ihres Reviers ausloten. Die Freiflughalle macht es möglich. Die Besucher werden staunen über die neuen Aussichten und Einblicke. Und die Vögel nutzen den Raum bis in die Baumwipfel. Für geübte Augen wäre es auch ratsam, sich mal die Blauköpfchen-Schmetterlingsfinken zu suchen, weil die sind zwar winzig, aber wunderschön. Gehören zu meinen Lieblingen. Und im Anschluss geht es jetzt hier nämlich aus Afrika gleich weiter nach Australien. Schneller als mit der Lufthansa. Zack, ist er da, schon in Australien. Na, Täubchen, alles gut. Ob Bongataube, Wellensittich, Soldatenkiebitz und die übrigen Vögel in der Australienhalle. Sie alle sind noch in der Phase der Eingewöhnung. Die große Schwierigkeit, gerade bei Freiflugräumen, ist ja, was man vielleicht gar nicht so glauben mag, wenn man einen Vogel aus einem großen Raum in einen kleinen Käfig sperrt, gibt es nie Probleme. Aber umgekehrt, in einen großen Raum, die können plötzlich mit ihrer neu gewonnenen Freiheit kaum was anfangen und reagieren manchmal wirklich überhektisch und das ist manchmal schon problematisch. Der Fratzenkuckuck nimmt sein neues Umfeld schon ganz gelassen. Anders die schreckhaften Wellensittiche. So eine Räumlichkeiten für Vögel gibt es halt nicht so häufig. Im Tierpark gibt es eine schöne Bremenhalle. Die ist ja auch riesig und groß und weitläufig. Aber im Westteil der Stadt gab es das bisher noch nie. Die Leute sind halt schon ganz schön erstaunt. Ich habe es mir im Vorfeld ja auch nicht so groß vorgestellt. So, und jetzt sind wir fertig mit den Trockenbereichen. Jetzt begeben wir uns mal in den Dschungel. In die Südostasienhalle, dem dritten Freiflugraum im neuen Vogelhaus. Musik.
Im Keller des Raubtierhauses liegt das Nachttierhaus. Hier leben die Fingertiere Perle und Mario. Jeder für sich. Bis auf die Paarungszeit sind Fingertiere Einzelgänger. Und auch sonst sind sie ziemliche Individualisten. Ja, heute werden wir mal was ganz Leckeres fürs Fingertier geben, also für Fingertiermann. Das Mädel mag es ja nicht so. Das ist von Bienen ein Stück Bienenwabe. Und das liebt der Fingertiermann. Aber noch hat Mario keine Ahnung von seinem Glück. Hey! Wie wird er wohl auf die klebrige Überraschung reagieren? Da komm mal her. Na, komm mal her. Guck. Na, du willst das wegnehmen. Nee, nee, nee. Nicht lange und Mario schaufelt, was das Zeug hält. Beim Herausangeln der süßen Verlockung ist sein dünner Finger geradezu ideal. Für den Fingertiermann ist Honig eine besondere Leckerei. Das habe ich ja nicht so oft und so viel. Das ist immer so ein Bonbon oder der ist zurzeit wieder ein bisschen dünn, dann freue ich mich natürlich, wenn ich so eine kalorienreiche Nahrung für ihn habe. Oder zumal er das wirklich sehr, sehr gerne frisst. Die Wabe nachher, das Gerüst, bleibt übrig. Also eigentlich frisst er den Inhalt, den Deckel, weil da ist ja der Honig, klebt der Honig dran. Naja. Das schaust du mal, mein Kind. Ja, jetzt will er weg. Hm? Ärgern wir dich auch. Das hier nützlich hier, willst du lieber genießen. Hm? Mir luft der Honig hier die Finger runter. Und dann gibt es kein Halten mehr. Ganz schön rabiat, das Fingertier. Guck mal meine Hand. Marios Leibspeise ist klar. Doch was mag eigentlich Nachbarin Perle? Die scheue Fingertierdame ist als Nächste dran. Die Südostasienhalle ist die größte der drei Freiflughallen und ein wahrer Dschungel. Eine Umgebung fast wie in freier Wildbahn. Es ist natürlich schon ein grundlegender Unterschied zu den beiden Räumen zuvor. Und hier muss man die Vögel noch mehr suchen als in den anderen Räumen. Für die akustische Untermalung ist hier auch ein Wasserfall integriert, den die Vögel auch sehr gerne zum Baden benutzen. Hauptbesatz sind hier die starren Vögel, Malaienstar und Bali-Star. Dann noch Sonnenvögel. Und hier muss man wirklich genau gucken, weil die haben gute Möglichkeiten, sich zu verstecken, was auch ihrer Natur entspricht. Eine Entdeckung am Boden. Ist die nicht süß? Das ist eine Celebes-Ehrtaube. Eine wunderschönes Tier. Aufwendige Bepflanzung sorgt für üppiges Grün. Der Großteil der Pflanzen hat auch schon eine gewisse Größe gehabt, die als sie hier eingepflanzt wurden. Insbesondere jetzt zum Beispiel hier dieser Feigenbaum. Und es war natürlich eine Riesenaktion, einen Baum mit diesem Umfang hier rein zu bugsieren. Und der hat also auch schon einen Großteil der Bauphase mitgemacht. Übrigens Lieblingsplatz der Bali-Stare. Also wenn man Bali-Stare sucht, oben in der Baumkrone sitzen sie in der Regel. Die Bali-Stare lassen sich am besten von der zweiten Etage aus beobachten. So, das ist jetzt hier ein Bereich, über den ich mich sehr gefreut habe. Der sogenannte Baumwipfelweg. Hier hat man also die Möglichkeit, im Moment zwar noch nicht so genau, im Moment guckt man noch auf die Bäume rauf, aber später soll man mal genau in die Baumkronen reingucken können, um dort das Vogelleben beobachten zu können. Ich bin eigentlich noch jedes Mal beeindruckt, wenn ich hier reingehe, wie schön das hier geworden ist. Weil ich kenne das auch von der Rohbauphase und da konnte ich mir noch nicht so ein Bild machen. Aber jetzt und später erst. Revierchef Jörg Ulbricht ist sichtlich stolz.
In 1,5 Jahren Bauzeit ist hier ein kleines Paradies entstanden. Und das nicht nur für die gefederten Bewohner. Ja, und das Schöne an diesem Baumwipfelweg ist hier natürlich, dass man nicht nur in den asiatischen Freiflugraum reinschauen kann, sondern auch nochmal einen wunderschönen Blick von oben in, nach Australien, nach Afrika werfen kann. Zwar ist jetzt hier eine Glasscheibe da und man hat den akustischen Effekt nicht, aber das Auge kann sich jederzeit erfreuen. Der Tierpark Berlin mit dem Schloss Friedrichsfelde. Jeden Moment kommen Mutter Rita und ihre Zwillinge auf die Außenanlage. Das Bärenschaufenster. Das Warten ist eine Herausforderung für die quirligen Bärenbrüder. Sie sind vollkommen ahnungslos, was sie gleich erwartet. Also, was die Natur für schöne Sachen hier erfindet. Genau, dann müssen wir das auch nutzen. Ja. Hattest du denn wenigstens einen schönen Urlaub? Naja, wie das so ist. Verregnet. Jo. Kunst. Ein Apfel hier, ein paar Möhren da. So bleibt die Futtersuche spannend. Gut. Aus den kuscheligen Bärenbabys sind kleine Draufgänger geworden. Inzwischen sind sie 6 Monate alt und kaum wiederzuerkennen. Na, hi. Genau, guck mal. Das sind die du nicht. Warst ja jetzt, das sind die nicht. Du warst ja jetzt eine Weile nicht da. Guck die sind, mal da. Die sind das nicht. Die sind ja viel zu groß. Die sind ja viel zu groß. Aha, gut. Also sind sie in der Zwischenzeit gewachsen. Ja, ich denke mal schon. Also, wenn sie nicht ausgetauscht hast. Nein, haben wir nicht. Genau. Und Namen hast du jetzt auch schon? Ja, Koda und Kenai heißen die. Na toll. Ja, also kannst du dir das merken? Ja, das weiß ich noch nicht. Wer ist denn wer? Koda ist der mit dem weißen Brustabzeichen. Also der ganz oben jetzt ist. Ja, guck mal, der hat auch so ein etwas helleres Gesicht. Mhm. Ja, Rita hat jetzt mitbekommen, dass wir das frische Grün nach draußen gebracht haben und möchte jetzt natürlich dann raus. Gut, machen wir auf, lassen wir euch laufen. Komm, zeigen wir dem Detlef, wie schön das alles funktioniert jetzt. Dann mal los. Draußen wartet eine Überraschung. Das neue Vogelhaus. Die Außenvolieren sind noch leer. Denn erstmal sollen sich die Vögel im Inneren heimisch fühlen. Jetzt sind wir hier in den sogenannten Loops, stellvertretend für den ersten Loop Afrika. Wollte ich mal kurz zeigen, hier diese Vögel, die sind ja nun auch erst so seit 2,5 Wochen hier. Aber die scheinen sich schon so wohl zu fühlen, dass sie hier unsere Pflanzen zerstören, aber nicht ohne einen gewissen Sinn dahinter, sondern die bauen hier schon ihre Nester. Ja, ihr. Eine wunderschöne Kaminspinte. Wir hatten ja auch im alten Vogelhaus schon immer Spinte, aber noch nie so farbenfrohe. Eine Augenweide. Nicht nur für die Besucher, sondern auch für den Revierchef, der noch keine Zeit zum Genießen hatte. Da ist noch zu viel drumherum. Ich habe noch zu viele Aufgaben, die erfüllt werden müssen, um dass ich jetzt hier schon irgendwo sagen könnte, so jetzt setze ich mich mal und lasse das mal alles so ein bisschen auf mich wirken. Das hatte ich leider noch nicht. Aber ist auch nicht schlimm, das kommt ja noch. Ich weiß, dass es kommt und von daher ist alles gut. Wichtig ist es ja, dass es meinen Kleinen hier gut geht. Bei den chinesischen Zwergwachteln hat diese Fürsorge schon gefruchtet. Bald gibt es Küken. Der Blauflügeljägerlist ist ungewohnt still. Die meisten hier haben wirklich ein feines Stimmchen. Lachenden Hänse, die kennt man ja, also auch vom Anrufbeantworter des Zoos, die können, wenn sie wollen. Aber die sind offensichtlich noch zu beeindruckt von der neuen Umgebung, als dass sie jetzt hier ihr wohlbekanntes Lachen erschallen lassen. Die sogenannten Loops, also die einzelnen Abteilungen, sind alle gleich aufgebaut. Dass man also zwischen den Innen- und Außenvolieren hier noch so einen Versorgungsgang hat.
Und da haben wir also einmal hier die Durchflüge, die es den Tieren ermöglichen, jederzeit von innen nach außen Voliere zu wechseln, nach gewisser Eingewöhnungszeit. Und für die Bodenvögel haben wir dann die Möglichkeit, hier die Türen mittels dieser Schleusentüren die Möglichkeit zu geben, dass die auch wechseln können. Flug- und Bodenvögel sind in gemeinsamen Volieren untergebracht. Doch das neue Zusammenleben gefällt noch nicht jedem hier. Ja, ihr sollt euch anfreunden. Nicht streiten. Das ist im Vorfeld halt zu überlegen, wer mit wem kann und wer nicht. Damit es also auch ein ansprechendes Bild ergibt. Das war eigentlich die einzige große Schwierigkeit. Aber jetzt, das liegt ja Gott sei Dank hinter mir. Es geht weiter durch die australische Vogelwelt. Alles gut? Kommst du klar? Kakadu-Dame Paula bekommt ihre heiß ersehnte Liebkosung. Ja, du. Nicht ohne von ihrem eifersüchtigen Ehemann argwöhnisch zur Ordnung gerufen zu werden. Sie müssen aufhören, dein Mann guckt schon wieder so skeptisch. Der mag das nicht, wenn wir kuscheln. Ja. Der nächste Kuschelkandidat ruft. Ein kleiner Lümmel. Ein alter Lümmel, ja, ja. Heute reicht's nur für eine kurze Streicheleinheit beim Bankraben Kakadu, der sich wohlfühlt in seinem neuen Zuhause. Zurück zu den Fingertieren. Hallo, Perle. Na, gucke mal. Auch wenn man es der Fingertierdame nicht ansieht, die seltsamen Laute stammen von ihr. Immer wenn Perle aufgeregt ist, wird sie quasi zur Bauchrednerin. War ja sehr aufgeregt, wo wir hier reinkamen. Die Geräusche, das ist so ein aufgeregt, dass er aufgeregt ist, sagt sie uns. Hier, gucke mal, gucke mal. Levelst du? Oh, ist der hier nicht. He? Komm mal her. Was mache ich? Wenn die aufgeregt sind, dann haben die so ein Geräusch. Und wo ich das erste Mal gehört habe, da dachte ich, ist das wohl gleich. Damals gleich auf Handy aufhören, weil ich dachte, das gibt's da ja nicht. Das sind Geräusche wie Außerirdische. Perle, na guck doch mal hier. So nicht schlecht. Hm? Perle ist wählerisch. Selbst bei einer Delikatesse wie dieser. Na, hier ist so ein Bambusstäbchen gefüllt mit Mottenmahn. Die ist ja sowieso immer so ein bisschen aufgeregt und jetzt ist ihr das alles nicht so geheuer. Und natürlich haben wir auch nicht so wie der Mann, also sie kommt hier nicht an und kann nicht so knuddeln. Aber sonst ist es schon ganz nett geworden jetzt hier zwischen uns. Und dann nimmt sie mir auch so einen Stab schon ab, also wird langsam. Seit einem Jahr lebt Perle im Zoo. Mit dem erhofften Nachwuchs hat es bisher noch nicht geklappt, trotz trauter Zweisamkeit mit Männchen Mario. Ja, legen wir ihr hier hin. Ich denke, werden wir mal nicht ganz so doll strapazieren. Geräuschemacherin Perle unterhält mit ihren außerirdischen Rufen beide Marios, den Fingertiermann und den Pfleger. Mittagsruhe bei den Flusspferden. Die Anwesenheit der Antilopen stört die Dickhäuter beim Dösen nicht im geringsten. Auch nicht Flusspferdkind Max. Kommt mal los. Na, Großer. Also, Roger. Kommt her, ihr Mäuse, los. Ein Heusnack ist genau das Richtige, um die behäbigen Dickhäuter in Bewegung zu bringen. Für euch? Bitte? Zumindest ihre Kiefermuskulatur. Du hast. Plopp, komm her. Schnabel auf. Plopp, Schnabel zu. Du hast Schnabel zu.
So. Habt ihr nicht so albern? Nein. Ich hab nichts für euch. Ich hab nichts für euch. Nein, ich hab nichts für euch, mein Dickerchen. Hm? Ein alter Räuber. Ja. Ich hab nichts für euch jetzt, nein. Nein, ich hab nichts für euch. Die Großen lassen es sich schmecken. Nur klein Max kann dem Ganzen noch nichts abgewinnen. Max ist jetzt ein halbes Jahr alt. Ja, ein richtiges Baby ist er jetzt wohl nicht mehr. Ich sag mal so, die Babyphase, die richtige reine Babyphase, die endet damit, dass jetzt, ich sag mal, Mutter zulässt, dass die anderen mit ihm spielen dürfen. Und die Phase haben wir jetzt hier schon, dass er jetzt mit allen mitläuft, vollkommen unabhängig von Mama. Einzige, wo er noch abhängig von ihr ist, dass bei Mama die entsprechende Milchbar ist. Und davon macht er eben immer noch ab und zu Gebrauch. An Land wird die Haut der Flusspferde schnell rissig. Deswegen verbringen die Dickhäuter die meiste Zeit im Wasser. Max bildet da keine Ausnahme. Ja, er macht sich prima, er versteht sich mit den Kleinen. Er ist ja noch recht jung und er hat ja auch noch so ein bisschen den Jungtierbonus, sodass die anderen ihn jetzt also mehr oder weniger in Ruhe lassen. Was ihn aber nicht davon abhält, ab und zu mal den anderen zu zeigen, wie, ich zeig euch schon, wie stark ich bin, ist mir egal, ob ihr stärker seid. Der Jüngste zu sein, hat eben auch seine Vorteile. Das Schildkrötenhaus im Tierpark. Hier leben die Spornschildkröten aus Afrika. Sie sind die drittgrößten Landschildkröten und mehr als gemütlich unterwegs. Die dicken Sporne an den Vorderbeinen haben den Schildkröten ihren Namen gegeben. Vor einiger Zeit ist auf der Brutstation Nachwuchs geschlüpft. Oh, die hast du ja schon gefüttert. Ja, die Spornis. Die sind aber schon erwachsen. Alle da, 2, 4, 6, sehr schön. Na, die gut aus. Ja. Auch alle munter und mobil. Unten alles schon zu. Mhm. Sehr schön. Und die sind schnell. Die rennen hier wirklich, die passen noch nicht mehr lange hier drin, wa? Nee. Wenn die weiter so wachsen, dann haben wir wieder ein Problem. Ein Platzproblem. Beim Wachsen legen die Spornschildkröten ein rasantes Tempo vor. In 4 Jahren werden die Kleinen so riesig sein wie ihre Eltern. Nächster Wachstumsschritt ist die Aushärtung des Panzers. Genau hier ist normalerweise der Nabel. Die Schildkröten, wenn die im Ei sind, haben die ja einen Dottersack, wie auch Vögel. Und der wird dann erst, manchmal ist er, wenn sie schlüpfen, schon ganz eingezogen, manchmal ist er auch noch ein bisschen draußen. Und genau hier ist der, ja, ich weiß, dass dir das nicht gefällt, Kind. Genau hier ist der Nabel und da ist auch noch weich. Ne? Der Panzer härtet erst mit der Zeit aus, wenn genug UV auf die Schildkröte gekommen ist. UV-Licht und Vitamin D. Der Panzer härtet erst eben mit der Zeit aus. Deswegen ist das UV auch ganz wichtig, sonst bleiben die nämlich so weich und werden rachitisch. Kriegen sie krumme Beinchen und so. Zeit für einen Größenvergleich mit dem Vater. Hier ist doch der Papa. Der Papa ist drin. Der Papa ist drin. Guck mal, was wir hier mit haben. Ein Baby. Das ist dann wirklich ein schöner Größenunterschied. Der Vater, so groß wie ein Berg. Der Nachwuchs nutzt die Gelegenheit für eine waghalsige Erkundung. Ups. Jetzt guckst du mal, was für ein Riesenvieh ist oder was. Ja. Nicht unten drunter. Das ist also dann die Gefahr. Im Prinzip würde er der Kleine nichts tun, aber wenn der sich, fallen lässt, dann ist die kleine Schildkröte breit. Da
Ich denke mal, wenn die da noch ein, zwei Monate, passen die noch ins Terrarium und dann wird es aber höchste Eisenbahn, dass wir da was Größeres finden. Der Vater, 50 bis 60 Jahre alt, das Kind, 3 Wochen. Doch das tut dem gegenseitigen Vertrauen keinen Abbruch. Endlich draußen und bestens versorgt. Baribals sind keine Kostverächter. Und Möhren stehen ganz oben auf ihrem Speiseplan. Hallo, hallo. Vor dem Bärenschaufenster gerät so mancher ins Staunen. Und Kenai schäkert, was das Zeug hält. Bruder Koda macht sich schon mal am frischen Ahornlaub zu schaffen. Eine tolle Beschäftigung, die auch Mutter Rita interessiert. Guck mal, jetzt wird doch unser Laub noch. Ah, ja. Guck mal, die Blumenvase. Frechheit. Guck mal, eine Blumenvase wird geplündert. Und dann hat ein jeder seinen Platz zum Fressen gefunden. Bärenjungen sind von klein auf neugierig und wahre Kletterkünstler. Die 2 Brüder halten Mutter Rita ganz schön auf Trab. Doch die nimmt's ziemlich gelassen. Dadurch, dass die sich beide miteinander beschäftigen, hat die als Mutter jetzt eigentlich weniger Stress, sag ich jetzt mal. Eigentlich sind diese 2 unkompliziert, weil sie zu zweit sind. Die haben auch das mit dem Badebecken gut hinbekommen, also die sind eigentlich, Schwarzbären sind da. Guck mal, jetzt großer Bärenbusch. Ein bisschen ausruhen und dann geht es auf zum nächsten Schabernack. Giraffenhaus gibt es große Veränderungen. Herdenchefin Malindi ist gestorben und hat ihren Sohn Abasi als neuen Anführer hinterlassen. Eine Konstellation, mit der sich die Herde erst noch zurechtfinden muss. So, komm, dann lass uns mal rausgehen. Hallo. Hi, hi. Na? Ja. Da stehen sie schon wieder und warten? Ja. Ah. Lenkst du Kiwi ab? Ja. Kiwi. Dann kann ich dem kleinen Rattenkopf was geben. Komm her, ja, komm. Komm, Dicke, komm. Hallo. Kiwi. Na? Oh, Kiba, ist fein. Ja. Jo. Komm mal, komm. Hä, die wird dir was husten. Geh mal zu Jörg. Basi, möchtest du auch was haben? Kiwi. Komm, Dicke, komm. Langsam. Dann komm mal hier, komm. Ich hab doch noch was in der Tasche. Fein, ne? Ja. Das Füttern von Hand stärkt das Vertrauen und ist in Zeiten von Veränderungen besonders wichtig. Ja. Jetzt ratet mal, was ich noch in der Tasche habe. Noch eine Banane. Na, fein. Komm her, Basi, komm. Komm her, mein Junge. Dass die Fütterung so entspannt abläuft, ist ein gutes Zeichen. Oh, ist fein. Super. Möchtest du noch ein kleines Stück? Alter Staubsauger. Jetzt ist alle. Du hast 2 Bananen gekriegt, das reicht. Der kleine Giraffenbulle Mogambi ist das 3. Jungtier von Kibaya, die seit Malindis Tod die einzige Giraffenkuh auf der Anlage ist. Malindi ist ja vor ein paar Wochen von uns gegangen. Das war unsere älteste Giraffe. Laut der Aussagen unseres Tierarztes an Altersschwäche, war ja auch hochtragend, leider nicht zu ändern. Auch wenn sie tragend war mit ihrem 5. Kalb. Von Zickigkeit zeigte Malindi keine Spur. Sie war freundlich zu jedermann. Die sanftmütige Giraffendame wird vermisst.
das waren ein paar Tage, wo hier wirklich, Tiefstimmung war, also auch von Seiten von uns und von Seiten der Tiere. Aber wie gesagt, die vergessen das dann. Und jetzt haben sie sich richtig zusammengerauft und es ist richtig schön. Auch Bulle Abasi war traurig. Er hatte eine besonders enge Bindung zu seiner Mutter. Der Abasi, der ist ja von Malindi der Sohn gewesen und der stand ja auch immer mit ihr zusammen. Und lief auch praktisch nicht mehr ohne Mama. Mit 3 Jahren ist er früh noch rausgegangen und hat sich von ihr noch einen Schluck Milch abgeholt. Also sie hat ihn immer gelassen. Der Tod von Malindi hat alles verändert. Abasi musste über Nacht erwachsen werden. Jetzt ist Mugambi das Nesthäkchen. Mugambi ist ruhig. Selbstständig. Ja, er ist sehr selbstständig und er weiß, wie weit er gehen kann. Also nein, er ist wirklich sehr ruhig. Vielleicht wäre er ein bisschen lebhafter, wenn wir noch ein zweites Jungtier hätten. Aber wenn er seine 5 Minuten kriegt, dann ist hier auch richtig Welle auf der Anlage. Aber er ist relativ ruhig und er muss selbstständig sein. Wie gesagt, Kiwi ist da resolut. Ja. Ich will jetzt einen Ast fressen, du willst trinken, verschwinde. Und das macht's ihm klar. Und dann muss er gehen. Die kleine Giraffenherde meistert die neue Situation gut. Nun heißt es zusammenhalten. Bei den Halbaffen gibt es Grund zur Freude. Die Diana-Meerkatzen sind erstmalig Eltern geworden. Die kleine Xena muss von Hand aufgezogen werden. Sie braucht 6 bis 7 Mal täglich die Flasche. Eine Arbeit, der sich Kurator Andreas Pauli widmet. Boris? Nicht normal. Da nicht. Komm hoch. Das ist ein Affe, ne? Die krallen überall, wo sie können. So, das ist jetzt unsere allererste Diana-Meerkatze, die im Tierpark geboren wurde, also lebend geboren wurde, die die Mutter aber nicht so richtig annehmen wollte. Es war die Erstgeburt und die müssen wir jetzt per Hand aufziehen. Dann haben wir das versucht, die wieder unterzujubeln, zwischendurch mal abgenommen, Flasche gegeben, der Mutter nochmal gegeben, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Die konnte nicht so richtig was mit anfangen und dann mache ich jetzt mal Handaufzucht. Also meiner einer und die ganzen Affenflieger eigentlich auch. Die geht immer reihum. Hat den Vorteil, dass es nicht, dass sich nicht an eine Person gewöhnt, sondern auf mehrere Personen dann fixiert ist. Und abends nimmt es halt einer mit, ne? Beim Übernachten darf Xena auf Zahnbürste und Schlafanzug verzichten. Nicht so auf Windeln. Im Internet hat meine Frau da Frühchenwindel bestellt. Die kriegt man nicht in der Drogerie. Also was halt für frühgeborene Säuglinge holt im Krankenhaus. Ne? Und das kann man da bestellen, aber die sind immer noch zu groß. Also muss man dann auch zurechtschneiden und hinten natürlich ein Loch reinschneiden. Der Schwanz muss ja durch irgendwie. Aber das klappt schon ganz gut dann. Kein Hunger. Was genau bekommt Xena denn da eigentlich gefüttert? Und das ist ganz normale Säuglingsmilch. Also für Menschen Babys, ne? Die man dann einfach anrührt und dann. Mittlerweile frisst sie auch schon ein bisschen Banane mit und kochte Möhre. Die hat erstaunlicherweise schon Zähne. Das schon am zweiten Tag ist uns das aufgefallen, dass oben und unten die Schneidezähne schon durchkommen. Aua! Das vorzeitige Zahnwachstum ist genauso ungewöhnlich wie Xenas Fellfarbe. Sieht man mal, dass was in Lehrbüchern steht, auch nicht unbedingt immer stimmt. Findet man nämlich immer junge Diana-Meerkatzen, Jugendfärbung, helles Gesicht, Körper schwarz. Ja, ist also die hat eigentlich schon die typische Erwachsenenzeichnung, inklusive Schenkelstreifen, den sieht man hier. Das hat sie eigentlich von Anfang an gehabt. Also jedes Jungtier zählt, ne? Weil die auch in ihrem natürlichen Lebensraum total bedroht sind in Westafrika.
Da ist wieder die Sache mit der Regenwaldabholzung natürlich ein großes Ding. Und dann wird in Westafrika, gibt es auch diese Bushmeat-Problematik. Also, dass die Affen da gejagt werden und halt verzehrt werden, ne, von Menschen. Im Tierpark ist Xena in Sicherheit. Und bald darf sie auch zu ihren Eltern zurück. Das ist das oberste Ziel, dass man das Tier wieder in eine Gruppe reinkriegt. Also wir werden auch dann, wenn die so ungefähr 2 Monate ist, kommt der Käfig hier weg aus der Futterküche und wird dann praktisch nebendran gestellt. Also bei den Eltern an den Käfig, dass die Sicht- und Rufkontakt haben. Und dann werden wir die so ganz langsam anfangen zu integrieren. Ne? Das bringt ja nichts, wenn sie nur von Menschen geprägt ist. Komm her, willst du noch was? Ich glaube, du hast keine Lust, oder? Wollen wir mal zu deiner Mama gehen, mal gucken, was sie sagt. Ein kräftiger Schluck kann nicht schaden. Danach geht es auf zu den Eltern. Unsinnig. Die hat keine Lust. Wenn ich auf dem Nuckel rumzubeißen. Was ist jetzt los? So einen kleinen Bart kriegt's aber schon, ne? Im Krokodilhaus lebt ein Stumpfkrokodilpaar. Nach 2 Jahren des Zusammenseins scheint es jetzt endlich mit dem Nachwuchs geklappt zu haben. So, mein Dicker, rutsch mal. Ich will mal gucken, wie weit ihr mit dem Nest seid. So ist fein. So. Möchten wir die ganze Süße? Die Süße ist hier vorne, aber sie taucht nicht ab. Nee. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ich denke eher ein gutes Zeichen. Ne? Eher ein gutes Zeichen. Wir sind ja optimistisch. Die ist ja sowieso etwas ruhiger, ja, was die Nestverteidigung angeht. Also so wachsam, wie sie uns beobachtet, denke ich mal, dass sie durchaus schon Eier abgelegt hat. Weil man sieht ja auch sehr schön, dass hier kaum noch Sand ist, den sie rüberkratzen kann. Und dann hat man hier die Kratzspuren. Diesen ganzen Hügel, das hat alles das Mädel mit den Hinterbeinen hierher geschart. Auch das Laub mit rein gearbeitet in den Sand. Manuela, du hast den Blick, ja? Ja, ich sehe sie. Ja, die können von einem Augenblick zum anderen explodieren. Und dann stehen sie dann vor einem. Die Krokodildame bleibt heute gelassen. Vermutlich erschöpft vom Nestbau. Und sie macht dann auch selber nass. Die pusht also, geht ins Wasserbecken, trinkt und pusht dann auf das Nest, um so die Feuchtigkeit in dem Substrat zu erhöhen. Und so ein riesen Nesthügel für so ein kleines Krokodil habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Oder sie baut immer höher und haut hier irgendwann ab. Was ich nicht glaube. Also ich denke mal, wir werden hier eines Frühs eine ganz tolle Überraschung erleben und hier kleine Stumpfkrokodile auf der Anlage einfangen. Einfangen, weil die Babys gefährlich leben. Spätestens mit 2 Wochen müssen die Kleinen von der Anlage runter. Länger kann man sie nicht bei den Eltern lassen, weil sie dann irgendwann wieder ins Beutespektrum vom Vater reinfallen. Der würde dann also ab einer bestimmten Größe auch kein Halt mehr kennen. Der würde seine eigene Brut dann fressen. Und das wollen wir natürlich nicht. Wie hat das Traumpaar eigentlich zueinander gefunden? Das erste halbe, dreiviertel Jahr war sie extrem schüchtern. Das heißt, sie lag nur am Grund des Wasserbeckens, kam nur in der Nacht zum Fressen hoch, hing aber damit zusammen, dass das Männchen, was die in Düsseldorf haben, wohl das Gegenteil zu unserem ist. Der ist wohl also sehr territorial, der ist sehr aggressiv. Der war ihr gegenüber auch sehr dominant und unser ist nun genau das Gegenteil. Ja, er ist sehr zärtlich mit ihr, der tut ihr auch nichts und da musste sie sich erst mal dran gewöhnen. Und wenn sie dann noch Jungtiere bringt, also wenn da noch Kinder kommen, das wäre schon schön. Ja, Süße? Ja, Süße, streng dich an. Die haben wunderschöne Augen. Bei den Diana-Meerkatzen ist der Nachwuchs schon da, wenn auch nicht mit dem Käfig. Dr. Andreas Pauli bringt Flaschenkind Xena auf Besuch bei den Eltern vorbei.
Ist der Vater hier? Ich glaube, die sagt gar nicht so viel mehr. Vater Solar begrüßt sein Kind als Erster. Da ist ein Kind, ne? Na, Elsa, komm mal her. Endlich kommt Mutter Hera dazu. Xena ist ihr erstes Baby. Weil es mit dem Stillen noch nicht ganz klappt, helfen die Pfleger mit der Flasche nach. Eine eindeutige Geste. Also wenn die Kinder so ein bisschen anfangen rumzuspringen und rumzukrabbeln, das sind die Väter eigentlich auch, die da sehr interessiert dran sind und mit denen dann spielen. Deine Tochter. Damit es mit dem Nachwuchs klappen konnte, braucht es einen glücklichen Zufall. Wir sind ja zu dem Mann hier gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Den haben wir dann auch abgeholt auf dem Flughafen in Tegel, den ausgepackt und 7 Jahre das Tier und dachte so, nee, irgendwie die ziemlich klein. Schmales Gesicht. Und jetzt so nach hinten gepinkelt. Das kam mir schon recht verdächtig vor. Und siehe da, ich wusste, es war ein Weibchen. Das ist die Hera, die da oben sitzt. Die ist eigentlich als Herkules gekommen. Und da das relativ kompliziert ist, die zurückzuschicken nach England mit Quarantäne, pipapo, haben wir dann aus Edinburgh den Mann dazu bekommen. So sind wir zum neuen Paar gekommen. Es gibt ja unter den echten Primaten, echte Affen, werden ja unterteilt in Neuweltaffen, die in Südamerika, Mittelamerika vorkommen. Und Altweltaffen aus Afrika und Asien. Und die sind auch benannt nach der Form der Nasenscheinwand. Also Neuweltaffen sind Breitnasenaffen, haben eine breite Nasenscheinwand. Altweltaffen haben eine schmale Nasenscheinwand. Und das sieht man bei der Xena auch ganz gut. Da liegen die Nasenlöcher nämlich ganz dicht beieinander. Eine schmale Nase. Bei einem Neuweltaffen, also beim Südamerikaner, werden die Nasenlöcher da und da. Sie haben eine richtige, so eine Boxernase. Na gut, bringen wir sie wieder zurück. Willst du wieder zurück? Komm. Komm her. Ja, 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 ja. Wo ist deine Ersatzmama? Hier, komm mal her. Da, ja. Das ist auch ganz wichtig, ne? Die brauchen halt als Ersatzmutter, außer den Menschen natürlich, so ein Stofftier, wo sie sich richtig festhalten können. Xenas Ersatzmutter ist ein kuscheliges Stoffschaf. Da sieht man schon, dass er anfängt mit dem Klettern, ne? Ist eigentlich verrückt, ist noch nicht mal 4 Wochen alt. Schneidezähne sind schon durch und fängt da an so rumzukrabbeln. Das ist schon eine recht rasante Entwicklung. Schon jetzt ist Xena ein kleiner Wildfang. Zum Glück ist ihre Ersatzmutter ganz schön geduldig. Denn Xena benutzt sie nicht nur zum Kuscheln, sondern notfalls auch zum Klettern. Das Flusspferdhaus. Zu Hause der beiden Zwergflusspferde Debbie und Josef. Bei diesem Paar läuft nichts mehr. Zumindest nicht mehr als Kuscheln. Der letzte Nachwuchs liegt schon einige Zeit zurück. Ihr kleinen Räuberlinge. Oh, wen haben wir denn da? Hallo, meine Schnecke. Na, komm her. Zicke, hm? Auch eine dicke Zicke. Das ist hier der Josef. Das ist Josef, unser Zuchtbulle sozusagen. Und das ist die Debbie, unsere Zuchtkuh. Die hat mittlerweile 3 Junge hier gehabt und er ist dreifacher Papa demnach. Und
Josef ist jetzt, warte mal, 85, 15 und 13, 28. Und Debbie ist jetzt 14. Hier. Die sind beide gleich groß, obwohl sie nur halb so alt ist wie er. Weil sie ungefähr mit 4, 5 Jahren alle ausgewachsen sind. Ne? Und dann wächst man nicht mehr. Dann wird man, Mensch, Milch, mein Eimer. Dann wird man höchstens noch dicker. Ja, und das versuchen wir zu verhindern, dass ihr zu dick werdet. Hm? Ja. Bisschen Eincreme, Sonne scheint. Sonnencreme selbst gemacht. Ja. Der weiße Schaum wird von besonderen Hautdrüsen abgesondert und schützt die Tiere vor UV-Licht. Lass mich hier nicht auf. Nein. Ah. Debbie und Josef. Ein Paar in erstaunlicher Harmonie. Ach, die sind eigentlich, ich sag mal, immer zu zweit, solange wie sie keinen Jungen führt. Wenn sie also einen Jungen hat, dann sind sie alleine, also sind sie voneinander getrennt. Und wenn sie jetzt ein, das Junge, wenn das weg ist, wenn das verkauft wurde, dann kommen sie auch wieder zusammen. Ja, und wir haben eben das Glück, dass die beiden sich eben auch außerhalb der Paarungszeit recht gut verstehen. Denn normalerweise sind Zwergflussfelder Einzelgänger und es bedarf ein bisschen Glück, dass die Individuen sich eben auch außerhalb der Paarungszeit verstehen. Sonst könnten wir die Bienen hier nicht so zusammenhalten. Also er versteht sich mit seiner Schwester zum Beispiel. Ah, mein Eimer! Er versteht sich mit seiner Schwester zum Beispiel überhaupt nicht. Nein, Mensch! Hier ist der Aufwärts, ne? Oh, böser, böser. Ja. Ja. Ups. So, Dicker. Jetzt ist alle. Hier, jetzt kannst du rinkicken. Jetzt ist wirklich alle. Ja, jetzt ist alle. So, fress schön. Macht's hübsch. Und guckt in die Kamera. Das Paarungsverhalten der Zweigflusspferde ist in freier Wildbahn noch gänzlich unerforscht. Im Zoo paaren sie sich das ganze Jahr hindurch. Theoretisch. Das letzte Jungtier ist jetzt gut 1,5 Jahre weg. Und seit gut 1,5 Jahren, das heißt, wir haben den ein bisschen früher, haben wir den abgetrennt von Mama und Papa, beziehungsweise von Mama, und haben dann Mama und Papa schon zusammengelassen. Also die sind jetzt in 3/4 Jahr, knappe 2 Jahre, schon wieder zusammen, ohne dass irgendwas passiert. Und das ist Paule, von Uwe Fritzmann immer liebevoll Rübe genannt. Der bisher letzte Spross von Debbie und Josef. Inzwischen ist Rübe erwachsen und lebt in Istanbul. Bei männlichen Zweigflusspferden ist das Territorialverhalten stärker als jedes Familienband. Deswegen hat Rübe nun sein eigenes Reich, genauso wie seine Eltern. Warum bei den beiden jetzt hier seitdem nicht mehr richtig funktioniert, das wissen die Götter oder wer auch immer. Die beiden wirken so gelangweilt wie ein altes Ehepaar. Jeder zieht seine eigene Bahn. So getrennt wird es jedenfalls nichts mit dem Nachwuchs. Kann man nur hoffen, dass bald frischer Wind in die Beziehung kommt.